König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. 3, 2, 1, Start. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute in größerer Runde zusammengefunden, um mal wieder über ein etwas besonderes Buch zu reden, nämlich Das Leben und das Schreiben. Und dazu begrüße ich nicht nur wie immer den wundervollen Flo. Hallo Flo. Guten Abend. Sondern auch den großartigen Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Außerdem eine wiederkehrende Gästin, die Hanna. Hallo Hanna. Guten Morgen. Und einen Neuzugang, die wundervolle Renate. Hallo Renate. Hallo allerseits. Hanna, du warst schon mal zu Gast. Ich habe allerdings vergessen, zu welchem Buch. Weißt du das zufällig noch? Nee, aber es waren viele kleine Kurzgeschichten drin. Es war die Folge Albträume Teil 2 mit Hausentbindung, Regenzeit und mein hübsches Pony. Genau, aber diese Folge ist ja schon eine ganze Weile her. Hat sich bei dir irgendwas entwickelt? Machst du irgendwelche Projekte neu, die du vorstellen willst? Oder irgendwelche Dinge, die sich bei dir geändert haben? Oh ja, gerne. Also es hat sich eigentlich podcastmäßig gar nicht so viel geändert, aber im Beruf, wir machen jetzt was mit Büchern und wir arbeiten jetzt in einem Verlag. Das heißt, es passt sehr gut zu dem Buch, das wir heute besprechen. Wir haben was dazu zu sagen mit so einer halbwegs professionellen Perspektive. Das ist ganz cool. Und also dazwischen ist noch, wir haben ja viele Sachen gemacht, das machen wir auch nach wie vor, das Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Und da ist dann noch die Vierzimmerwohnung draus entstanden. Da widmen wir uns der Diagnose und dem ganzen Kladderadatsch aus wissenschaftlicher Perspektive. Das machen wir mit der Christiane Attig zusammen. Das endet aber auch dieses Jahr. Also hoffe ich, dass wir es dieses Jahr schaffen, das zu beenden. Mhm. Weil das war das Projekt, das wir jetzt noch so gemacht haben, podcastmäßig. Und das kann man ganz normal frei zugänglich auch kriegen. Dann ganz genau. Werden wir da entsprechend natürlich die Links wie immer setzen. Wenn ihr also in den Blog guckt, findet ihr die Links. Und liebe Renate, dich hatten wir noch gar nicht in dieser Sendung. Deswegen erzähl mal ein bisschen was über dich. Ja, ich denke, dass ich schon im Podcastland zu den älteren Semestern gehöre. Ich bin 68 Jahre alt und habe alle hier in dieser Runde mal kennengelernt auf dem Podstock. Große Begeisterung. Das fand ich einfach großartig. Und damals war ich nur Hörerin. Und das darf man aber auf dem Podstock nicht sagen, weil man braucht ja auch die Hörer und die Hörerinnen, damit die Podcasts leben. Ja, das fand ich großartig. Da wurde man wunderbar aufgenommen und bin begeisterte Podcast-Hörerin. Habe auch immer mal mit dem Gedanken gespielt, einen Podcast selber zu machen. Aber meine erste Idee, ich habe mich mal ein paar Monate in Kairo aufgehalten als sogenannte Granny Au-pair, so eine Art Ersatzoma. Darüber wollte ich eigentlich einen Podcast machen, über die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und auch eventuell mit anderen Grannies sprechen. Aber leider war die Zeit da relativ kurz und die Erfahrungen waren auch sehr, sehr ungut, die ich da gemacht habe, sodass ich dann doch gar nicht erst anfangen wollte. Also das Ganze wäre nach 4, 5 Episoden dann geendet und ja, auf diese Weise bin ich immer noch nicht zu einem eigenen Podcast gekommen. Also ich bin immer noch begeisterte Hörerin. Aber du bist auf Twitter, kann man dich irgendwo erreichen oder so? Ja, auf Twitter bin ich, jetzt muss ich mal gerade gucken, weil ich nämlich immer zwei Handles, @traumblau. Okay, dann werden wir den verlinken und wenn ihr da Kontakt wollt, könnt ihr mal eine Frage stellen, wenn ihr das möchtet. Wobei wir jetzt dein zweiter Podcast sind, in dem du zu Gast bist. Bei deinem ersten war ich auch dabei. Das war, als wir mit Ralf die Kekse auf dem Podstock verkostet haben. Das ist nicht der zweite, das ist jetzt der dritte. Ich war nämlich auch beim Thekenschnack dabei. Da habe ich ziemlich ausführlich erzählt über meine Zeit in Ägypten. Stimmt, ja. Genau, ich habe damals beim Podstock auch beim Thekenschnack mitgemacht. Das war ja nach der Verkostung der Kekse, das ist richtig. Und dann ist der Kai nochmal auf mich zugekommen, als ich wieder da war und hat gesagt, so jetzt sind wir alle ganz gespannt, jetzt haben wir doch gehört, du wolltest da hingehen, wie war es denn? Und da habe ich da ja relativ ausführlich erzählt. Weißt du, ob das noch irgendwo verfügbar ist? Dann würde ich das auch verlinken. Ja, kann ich dir ja schicken. Okay, wunderbar.
Gut, ja, zu uns brauchen wir nichts sagen. Wir machen den Spaß immer mal wieder. wir machen das Ganze aber heute mal ein bisschen anders. Denn das Leben und das Schreiben ist mehr oder weniger ein Sachbuch. Das hat einen großen Biografieteil und das hat einen großen Teil mit, ja, wo King halt tatsächlich über das Schreiben an sich redet. Und ich glaube, eine Inhaltszusammenfassung, wie wir sie klassisch machen, ist heute relativ sinnlos. Weil ich denke, wir gehen da einfach ein bisschen so durch bei den ja, Stichpunkten, die wir uns so rausgeschrieben haben. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Aber Flo, du hast doch bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, denn wir sind in einer ganz besonderen Zeit jetzt. Also das Buch ist im Jahr 2000 erschienen. Aber King hat es natürlich vorher geschrieben. Und es ist ein Wendepunkt in Kings Leben. Denn am 19. Juni 1999, da geht er dann auch im späteren Teil dieses Buches darauf ein, hatte King diesen schweren Unfall, bei dem er angefahren wurde und dass er echt nur mit Mühe und knapp überlebt hat. Und da werden wir in der nächsten Zeit natürlich darauf eingehen, wie das sein Werk dann beeinflusst hat. Aber das hier ist wirklich ein Wendepunkt und deswegen finde ich es auch richtig gut, dass wir gerade zu diesem Zeitpunkt nochmal so was Autobiografisches haben. Zusätzlich ist in den USA ein Buch erschienen mit dem Titel Secret Windows, auch im Jahr 2000. Und es ist so eine Art zweiter Teil hierzu. Also das Buch ist nur in den USA erschienen und es gibt es leider auch nur zu ziemlich hohen Preisen. Da gehe ich dann später auch noch drauf ein, was es damit auf sich hat. Gut, wunderbar. Ja, wir fangen ja meistens damit an, dass wir so ein bisschen unseren ersten Eindruck besprechen. Und ich glaube, Renate, da bist du gleich ganz gut prädestiniert dafür. Denn du hast dich ja für diese Sendung gemeldet, weil es eben kein typisches King-Buch ist. Was hat dich denn gereizt und wie sehr hat es denn deine Erwartungen dann erfüllt? Also, Stephen King habe ich das erste Mal gar nicht über ein Buch kennengelernt, sondern über den Film Shining. Und ich weiß noch genau, ich war alleine zu Hause, habe 20 Minuten von dem Film angeguckt und dann kam eine ganz schreckliche Szene, wo irgendwie Blut unter einer Tür durchquoll und dann habe ich ganz entsetzt den Fernseher ausgemacht und habe gesagt, Stephen King fasse ich nie mehr an. Also das war für mich ganz gruselig. Ich merke auch schon, dass ich da jetzt direkt drauf reagiere, wenn ich das wieder erzähle. Ja, und dann habe ich irgendwann mitgekriegt, als ich Bücher gesucht habe, die vom Schreiben handeln. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie mir das über den Weg gelaufen ist, aber dass unter anderem Stephen King auch darüber geschrieben hat. Und generell lese ich auch sehr gerne Biografien. Und dann habe ich mir das Buch in der Bibliothek besorgt und war total hin und weg, weil der Mann kann ja richtig schreiben. Wow, das ist ja toll. Und das Buch habe ich dann mit großer Begeisterung gelesen. Das ist ein paar Jahre her. Und ja, mich hat sowohl der biografische Teil sehr interessiert, als auch die Art und Weise, wie er über das Schreiben redet, mit welcher Begeisterung und wie er einem das Ganze näher bringt. Und dann habe ich gemerkt, dass er wirklich von mir total unterschätzt wurde. Ja, und so bin ich eigentlich an das Buch gekommen. Mhm. Jonas, wie ging es dir denn damit? Ja, also ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Ich glaube eher was Trockeneres, so, aber ich fand den Biografieteil schon mal sehr gut und dann auch später diese Schreibratschläge, sag ich mal. Das hat mir jetzt nicht viel gebracht, weil ich selbst nicht schreibe und auch da nie Ambitionen hatte. Aber es bringt schon ein bisschen Aufschluss rein und ich fand es durchaus interessant, auch wenn ich, wie gesagt, mich mit dem Thema nie beschäftigt habe und wahrscheinlich auch nicht mehr werde. Ja, mir ging es tatsächlich so, ich hatte vor diesem Buch ein bisschen Angst, weil ich halt überhaupt kein Biografiemensch bin, so grundsätzlich. Ich muss aber sagen, es ging doch recht schnell durch. Also ich habe mich da jetzt nicht allzu lang dran aufhängen müssen. Lustigerweise fehlen mir Sachen, von denen ich eigentlich überzeugt war, dass sie in diesem Buch drinstehen. Anscheinend stehen sie da aber nicht drin, oder ich habe sie überlesen. Aber es hat mir tatsächlich auch Spaß gemacht. Wobei ich sagen muss, mit dem ganzen Schreibwerkzeugkastenteil habe ich so ein bisschen meine Probleme gehabt, aber das liegt einfach daran, weil ich eine andere Herangehensweise an das Thema grundsätzlich habe.
Aber es ist trotzdem interessant zu lesen, wie Menschen eben mit sowas umgehen und gerade eben so erfolgreiche Autoren, wie es King nun mal ist. Ich meine, er sagt nicht umsonst, er könnte seine Wäscheliste veröffentlichen und es würden die Leute trotzdem kaufen. Aber es hat mir doch erstaunlich viel mehr Spaß gemacht, als ich ursprünglich mal erwartet hätte. Hanna, wie ging es euch denn damit? Ja, uns ging es mit dem Buch auch beim zweiten Lesen richtig gut. Also ich kann mich erinnern, dass wir es zum ersten Mal gelesen hatten, als wir schon so einige Zeit Autorin waren und uns auch schon in dem Begriff Autorin gut gefunden haben und deswegen auch schon mit der Erwartung an das Buch rangehen, okay, der Typ hat ein Work, also der hat ja schon zu dem Zeitpunkt unfassbar viele Bücher veröffentlicht mit einem guten Erfolg und es war für uns dann schon klar, okay, wenn einer weiß, wie es geht und worum es eigentlich geht und oder wenn mir eine Person was sagen könnte, was Substanz hat, eher. Also habe ich es mir reingezogen und ich fand es richtig gut und jetzt haben wir es nochmal gemacht und wir fanden es auch jetzt eben mit dieser mit diesem Blick als verlegerischer Perspektive richtig gut und richtig sinnvoll. Also für uns hätte es diesen biografischen Teil gar nicht gebraucht, aber er hat das Ganze aufgelockert und es würde dann eben doch was fehlen, wenn er jetzt nur diesen Sachteil gehabt hätte. Wäre es vielleicht doch zu wenig gewesen. So ist es gut eingepackt und wir waren da echt sehr befriedigt. Okay. Und Flo, wie war dein Eindruck? Ja, ich sehe das relativ ähnlich wie du. Also auch ich habe eigentlich gedacht, dass da Sachen drin sind, die nicht im Buch waren. Ich mochte das ganze Biografische sehr. Die Schreibtipps haben mir, glaube ich, als ich das erste Mal gelesen habe, damals vor, das muss irgendwann kurz nachdem es herausgekommen ist gewesen sein, also vor 20 Jahren, haben mir damals, glaube ich, mehr gebracht als heute, weil ich mich mit dem Thema schon mehr beschäftigt habe. Aber es war trotzdem interessant zu lesen, wie King das macht und wie King das beschreibt. Und ja, es war schnell und schön zu lesen. Also es hat mir echt Spaß gemacht. Okay. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier ein kleines bisschen durcheinander ran, aber ich hätte jetzt gesagt, wir machen das tatsächlich so, dass wir erstmal ein bisschen über den wirklich rein biografischen Teil reden. Und er erwähnt ja auch immer mal wieder so Stichpunkte über die Bücher, die er eben in dieser Zeit geschrieben hat. Ich würde das aber eigentlich ganz gern trennen, weil wir ja dann quasi zu den Büchern nochmal zusätzlichen Kommentar abgeben können, was wir davon halten. Ich würde also jetzt anfangen tatsächlich mit der reinen Biografie. Aber bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz mich über dieses Buch aufregen, beziehungsweise über die deutsche Variante dieses Buches. Es fällt hier ein Satz von King, der Lektor hat immer recht. Dann steht eine kleine Fußnote dabei. Und in der englischen Übersetzung verwendet King hier tatsächlich Genderei, also er gendert Lektor, Lektorin und so weiter. Ich weiß nicht, wie er es macht, also ob mit Gender-Sternchen oder einfach mit Doppelnennung oder wie auch immer, ist auch egal. Auf jeden Fall, in der Anmerkung steht, ja, in der englischen Originalversion wird das alles gegendert, aber wir haben uns im deutschen Verlag dazu entschieden, das einzukürzen auf das Maskuline, auf das Generische. Und da könnte ich gleich schon wieder platzen vor Wut. Ja. Ich hoffe, dieses Platzen der Wut ergeht vielen so. Zeigt ja die allem, Macht der Verleger. Vor allem, Verleger, weil sie sich noch die Mühe machen, das in einer Fußnote dann herauszustreichen. Keine Sorge, wir belästigen euch nicht mit diesem Quatsch. Genau, genau so. Ja. Wir sind nicht nur ignorant, wir reiten auch noch darauf rum, dass wir ignorant sind. Und sind stolz drauf, genau. Das ist mir auch am Anfang negativ aufgefallen, ja. Ich kenne die englische Version nicht. Das ist natürlich sehr deutlich, wenn man das liest, weil er immer nur vom Leser spricht. Da habe ich gedacht, ja gut, das ist übersetzt worden, als wir hier noch nicht wirklich das Thema Gendern so auf dem Schirm hatten in Deutschland. Aber wo es mich dann echt genervt hat, war, als er von seiner Frau gesprochen hat, die ja seine ideale Leserin ist, die er aber auch immer nur idealer Leser nennt. Und dann
dann finde ich es richtig anstrengend. Also muss ich sagen, da hat es mich dann echt gestört. Aber ansonsten, so im Englischen wird doch gar nicht in dem Fall gegendert. Lektor ist doch Lektor, oder? Ja, ich nehme an, er hatte da wirklich eine Lektorin und hat das wohl auch irgendwie deutlich gemacht. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe die englische Version nicht in der Hand gehabt. Im Englischen merkt man das Gendern eher an den Pronomen. Also die Substantive haben halt nicht dieses IN wie bei uns, Schreiberin, Leserin, sondern ist es immer Writer oder Reader. Aber es sind dann die Pronomen. Mhm. Also he, she, they. Und im Englischen, also er nennt die Leserinnen und Leser immer my constant reader. Also da fällt es dann nicht auf. Mhm. Er nutzt diesen feststehenden Begriff. Hm. Naja gut, aber das war tatsächlich auch mit so das Einzige, was mich echt aufgeregt hat an diesem Buch. Ja, Dela, noch ganz kurz, weil ich habe das nämlich ja eben auch mit Befremden immer wieder, aber dann wieder hinweggewischt, weil ich dachte, ja gut, ist ja jetzt schon über 20 Jahre her, dass das Buch erschienen ist, aber das ist auch noch von einer Frau übersetzt, ne? Das ist ja das Verrückte. Da müsste man ja dann doch zumindest annehmen, wenn er über seine eigene Frau spricht, dass die Übersetzerin dann wenigstens da schreiben würde, ideale Leserin, aber ist vielleicht auch ein so ein Beweis dafür, wie anders das noch gehandhabt wurde vor 20 Jahren. Mhm. Ich denke, das könnte jetzt nicht mehr so ohne weiteres durchgehen, wenn jetzt was neu übersetzt würde, oder? Wie meint ihr? Wie schätzt ihr das ein? Ich hoffe es, aber ich habe den Glauben in die Menschheit noch nicht so weit, dass ich davon ausgehe. Kommt auf die Verlage an. Ja. Also es gibt diese konservativen Altherrenverlage, da wird auch weiterhin im generischen Maskulinum übersetzt. Deswegen kauft eure Bücher immer nur von den kleinen, unabhängigen, linken, grün versifften Hippie-Verlägen, weil wir da sehr drauf achten. Gut. Das. Links in den Shownotes. Genau. aber wenn wir gerade dabei sind, also eine Frau Fischer hat das Buch übersetzt und das ist mir aufgefallen, als ich nach Rezensionen für dieses Buch gesucht habe, also jetzt auf Deutsch, dass die Übersetzung hier sehr oft sehr kritisiert wird. Das ist mir beim Lesen tatsächlich jetzt nicht so aufgefallen, aber es gibt doch einige Punkte und einige Sätze, die schlichtweg falsch übersetzt wurden. Vor allem im Biografieteil oder vor allem im Schreibteil? Oder gleichmäßig? Gleichmäßig scheinbar. Okay, gut. Flo, ich würde dir jetzt auch erstmal das Wort geben für den größeren Teil der Biografiegeschichten, weil ich da nur ein paar Schlaglichter habe und du ja da in der zeitlichen Einordnung sowieso unser Mann bist. Oh ja, super drauf vorbereitet. Wir haben ja schon in früheren Folgen, ist mir teilweise schon auf die Biografie eingegangen. Aber nehmen wir einfach mal die wichtigsten Punkte, auf die er auch hier eingeht. Geboren wurde er 1947 in Maine als Steve Edwin King. Und sein Vater Donald King hat die Familie schon sehr früh sitzen lassen. Er ist einfach mal Zigaretten holen gegangen und nie wieder aufgetaucht. Also richtig klischeehaft klassisch. King redet ja auch darüber. Ich habe natürlich jetzt viel Sekundärliteratur noch gelesen, aber ich glaube auch in diesem Buch erwähnt er, dass er vermutet, dass sein Vater tot ist, weil spätestens nachdem er jetzt reich und berühmt geworden ist, wäre er aufgetaucht und hätte Geld verlangt. Also er hat auch jetzt keine so besonders hohe Meinung von diesem Mann. Dafür aber wohl doch von seiner Mutter, die eine ziemlich resolute Frau gewesen sein muss. Genau, sie hat halt tatsächlich er hat auch noch einen Bruder. Sie hat also ihn und seinen Bruder relativ gut durch die ganze Situation gebracht, hat diverse Jobs gearbeitet, hat sich auch relativ wenig sagen lassen so insgesamt, was ja grundsätzlich nichts Verkehrtes ist. Allerdings auch so mit Schwäche zeigen und Krankheit zeigen halt ein bisschen schwierig, was dann eben letzten Endes auch zu einem Krankheitstod geführt hat, so der halt nicht allzu schön war. Aber was ich lustig finde, er hat auch tatsächlich eine sehr hohe Meinung von seinem Bruder.
Und es ärgert mich so sehr, dass wir von diesem Bruder nie irgendwie was zu Gesicht bekommen. Ich glaube, das ist fürchterlich witzig, von King so Jugendgeschichten mit diesem Bruder zu hören. Ja, er erzählt ja so ein bisschen was, das finde ich auch schön. Und was ich auch total lustig finde, der Bruder scheint ja auch sehr kreativ gewesen zu sein. Also die haben ja eine Zeitschrift rausgegeben, Dave's Rack. Und Dave ist der Name des Bruders. Und da hat King auch seine ersten Geschichten veröffentlicht. Ja, wie gesagt, Dave's Rack, da hat er tatsächlich so die ersten Geschichten mit geschrieben und veröffentlicht und so weiter. Aber er hat ja auch in der Schülerzeitung geschrieben. Und ich als Mensch, der zu seiner Zeit damals auch in der Schülerzeitung war, konnte da doch sehr viel wiedererkennen. Ich weiß nicht, hat einer von euch in der Schülerzeitung seiner Zeit gearbeitet? Eine kurze Zeit lang sehr unerfolgreich. Weil das hat mir tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das damals auch echt gerne gemacht. Aber er hat tatsächlich genau dasselbe Problem gehabt wie ich. Es fällt dann irgendwann der Satz, ich schämte mich. Auch danach habe ich mich viele Jahre lang, viel zu viele Jahre meiner Meinung nach, für das geschämt, was ich schreibe. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das ist, du wirst da einmal kritisiert für irgendwas, was du geschrieben hast, und du denkst für alle Zeiten, du bist nicht gut genug. Ah ja, ja, doch, das war ein wichtiger Moment, genau. Dass man sich schnell entmutigen lässt, ne? Genau. Ich würde gerne noch mal was da zu dem Thema mit seiner Mutter sagen, weil was ich nämlich sehr interessant fand, war die Tatsache, dass die Mutter darauf gestanden hat, trotz dieser Armut, dass die beiden Jungen unbedingt zum College gehen, weil in der Zeit hatten die Leute, die zum College gingen, die Männer, die wurden nicht zum Vietnamkrieg eingezogen. Richtig. Und das war für sie ein ganz wichtiger Punkt. Und die mussten sich aber unheimlich bemühen, das finanziell irgendwie hinzukriegen. Der Stephen King hat ja dann in der Zeit auch ständig gejobbt oder vorher auch schon gejobbt, um mal ein bisschen Geld anzusparen. Und ich habe gelesen, dass in der Zeit, also er hat ja öfter betont, auch wie knapp das Geld ist und wie arm sie waren. Ich habe gelesen, dass in der Zeit fast ein Viertel der Amerikaner unter der Armutsgrenze gelebt haben. Mhm. Also das war wirklich sehr, sehr verbreitet. Das war jetzt nicht selten. Aber auch die Familie hat es wirklich schwer gehabt, über die Runden zu kommen. Ne? Aber ich glaube, von daher hat er seine Mutter schon verehrt, wenn das vielleicht auch nicht so ganz sagt. Aber die hat sich wirklich Zeug gelegt und hat versucht, ihren Jungs den Weg zu ebnen. Und das hat sie auch gemacht. Also muss ich schon sagen, das fand ich wirklich sehr berührend und sehr bemerkenswert, wie er das geschrieben hat. Und gerade diese ganze College- und Vietnam-Geschichte, das haben wir ja jetzt vor kurzem erst thematisiert bei Atlantis, weil da ja genau dieser Konflikt ist. Also da geht es halt um ein paar Jungs, die größtenteils über Stipendien auf der Uni sind und die halt demzufolge auch einen entsprechenden Notenschnitt schaffen müssen, die sich dann allerdings in so ein Glücksspiel-Dings verlaufen. Und dabei halt ihre Studien komplett vernachlässigen, was aber halt dazu führt, dass sie letzten Endes abgehen müssen und wahrscheinlich im Krieg landen. Also das hat er tatsächlich auch aktiv in seinen Büchern nochmal aufgearbeitet, das Thema. Okay. Mhm. Für mich zeigt sich darin irgendwie auch die Profanität dieser Blick von Bildung ist etwas, was du benutzen kannst oder was du benutzen musst. Also sie hat das eben nicht nur gemacht, weil sie gebildete Söhne haben wollte, die es mal besser haben als sie oder die Armut überwinden in irgendeiner Form, sondern so dieser Gedanke, okay, ich kann ihnen nicht alles in der Welt ersparen, aber in den Krieg müssen sie nicht, also Kanonenfutter müssen sie nicht werden. So, das finde ich eine Herangehensweise, die also einfach auch ein Blick auf die Welt und auf schwierige Situationen, die sich auch in King und in seinen Büchern, finde ich, immer wieder zeigt. Also es ist einfach nie abgehoben oder so ein dieser Blick auf Stand oder auf Klasse ist eben nicht dieses Schickimicki-Ding, es ist einfach alles nicht sehr glatt, sondern es ist, ich habe bei Kings Büchern, wenn ich jetzt, da ist immer so ein kleiner Schmuddelfilm drüber. Das ist immer so ein bisschen, selbst wenn er über reiche Leute schreibt und über das Leben von reichen Leuten, ist da einfach immer
so mit drin, ja, und die gehen auch nur scheißen. Das ist immer so, und ich glaube, dass das schon auch darin begründet ist, auch aus diesem Auswachsen. Ja, ich denke vor allem eben auch die ganze Sozialkritik, die er in seinen Büchern so drin hat. Und auch, dass zum Beispiel seine Lehrer, er hat ja wahnsinnig viele Lehrerfiguren und so weiter, was halt auch aus seiner Biografie natürlich kommt. Aber auch die sind eben nicht upper class, sondern das sind halt auch alles ganz normale Leute und so weiter und so fort. Und er kritisiert ja auch recht deutlich eben gesellschaftliche Zustände und so weiter. Und ich denke, das kommt auch zum großen Teil aus der Biografie. Was ich auch noch ganz wichtig finde, er ist ja tatsächlich auch oft umgezogen, dadurch eben die Mutter verschiedenste Jobs angenommen hat, dadurch die Mutter dann auch später die eigene Mutter noch gepflegt hat und so weiter, hat er ja mit wahnsinnig vielen Menschen aus wahnsinnig vielen Regionen zu tun gehabt. Und ich glaube, daher kommt einerseits diese Ortsverbundenheit mit Maine, die wir ganz viel in diesen Büchern finden, aber daher kommt halt auch seine Vorliebe, dass er gar nicht so sehr nach Plot oder nach Handlung schreibt, sondern tatsächlich über die Figuren mehr. Und das thematisiert er auch. Es fällt dann der Satz, wenn ein Buch jedoch endet, wie es angefangen hat, werde ich das als Versagen meinerseits. Egal, wie interessant ich oder andere es finden. Ich glaube, die besten Stoffe handeln am Ende immer mehr von den Figuren, als von dem Geschehen. Das heißt, die Figuren sind die treibende Kraft. Das glaube ich ihm sogar. Nochmal vielleicht zurück zu dem Thema Lehrer. Er war ja als junger Familienvater, war er ja Lehrer für Literatur und Englisch, glaube ich. Und hat dann aber trotzdem nicht genügend verdient, um die Familie durchzubringen. Die haben ja dann auch im Trailer gelebt. Also, weil du jetzt gerade meintest, da kommen oft Lehrer vor. Das ist ja auch etwas, kommen ja oft Lehrer in seinen Büchern vor. Das ist ja ein Leben, das er eben auch sehr gut kennt, weil er eben selber auch ein paar Jahre als Lehrer gearbeitet hat. Und das heißt eben noch lange nicht, dass man da dann ausreichend verdient hat. Also er hat es jedenfalls nicht. Und da war auch ein Moment, wo er geschrieben hat, dass er dann wieder für ein weiteres Jahr unterschrieben hatte, einen Vertrag gemacht hat. Also sozusagen auch prekäre Jobs, wo man sich dann jedes Jahr neu bemühen musste um Anerkennung und dass man wieder eine weitere Vertragsverlängerung bekommt. Das ist ja auch ein enormer Druck gewesen, den er dann da ständig hatte. Mhm. Und er beschreibt ja auch zum Beispiel seinen Job in einer Wäscherei. Mhm. Und wie er da zwischen den Schichten im kleinen Trailer eingesperrt Bücher geschrieben hat. Also es ist wirklich interessant. Und ich habe bei ihm auch das Gefühl, auch wenn er natürlich dann ja recht früh wohlhabend geworden ist, dass ihn das in dieser Hinsicht kaum verändert hat. Ja, ja, bin ich bei dir. Ich glaube auch, dass genau an dem, was du gerade beschreibst, Flo, zeigt sich auch, dass Stephen King einfach nicht sich hingesetzt hat und gedacht hat, so, ich schreibe jetzt, um was zu erzählen, sondern weil er musste. Also das ist das, worin ich mich in ihm und in seiner Arbeit, also in seinem Arbeiten, total wiederfinde. Es ist oft gar nicht, dass man weiß, was mitzuteilen hat, sondern da ist einfach dieser Drang und diese Routine. Und am Ende kannst du es einfach überall und musst es auch irgendwie überall machen. Auch wenn du gerade vergammelte Bettlaken irgendwie unter der Nase hattest, dann ploppt einfach was auf und du musst es aufschreiben. Das ist dann, vermutlich würde er auch heute noch schreiben, hätte er nie was verdient. Richtig. Das denke ich auch, ja. Was ich halt auch wirklich interessant finde, gerade in diesem Biografieteil, erkennst du halt, also ich meine, klar, wir haben durch Flo's Einordnung ja sowieso immer den Kontext ein bisschen mit, aber man erkennt hier tatsächlich unglaublich viele Dinge wieder. Zum Beispiel auch diese Thematik mit Pflege oder diese Thematik mit Gesundheitssystem und so weiter. Das haben wir ja auch ganz oft in ganz vielen Geschichten, gerade in den Kurzgeschichten sehr oft. Und auch dieses Misstrauen zum Beispiel gegenüber Ärzten, damit habe ich mich ja sehr identifiziert. Er beschreibt dann, wie er als kleines Kind eine Trommelfellentzündung hatte. Oh, ja. Und es fällt dann der Satz, aber weil er keine Nadeln in mich schob, mochte ich ihn. Und ich kann das so, so gut nachvollziehen. Ja. Und das Ganze kommt dann halt auch später wieder raus,
als er dann später den Unfall hat. Da geht's dann halt auch um so Sachen, Physiotherapie und so weiter. Man redet sich ein, dass man Glück gehabt hat. Schier unglaubliches Glück. Und meistens klappt es, denn es stimmt. Manchmal funktioniert es aber auch nicht. Dann heult man. Und auch das fand ich wieder ein Satz, den ich jetzt von King nicht erwartet hätte. Gerade in seiner Sozialisierung als, ja, wir reden nicht über Gefühle, wir reden nicht über Schmerzen und so weiter und so fort. Das fand ich einen sehr eindrucksvollen Satz aus dem Kontext dieser Biografie heraus. Ich denke sowieso, dass sein Schreiben, ja, wir sagen ja, er muss schreiben. Er schreibt nicht, weil er was erzählen will, sondern weil das raus muss. Und er hat ja wahrscheinlich als Vierjähriger mit ansehen müssen, wie ein Freund von ihm von einem Zug überfahren wurde. Das hat er in die Leiche zum Beispiel verarbeitet. Oder er hat, also seine Mutter hat ja seine Großmutter gepflegt und er war es, der dann die Großmutter tot im Bett gefunden hat. Genau. Das hat er in der Kurzgeschichte Omi ja so verarbeitet. Genauso die ganze Krankheitsthematik haben wir zum Beispiel drin bei Friedhof der Kuscheltiere, als die Mutter vom überfahrenen Kind dieses Trauma hat von ihrer Schwester. Genau. Oder wir haben die Geschichte drin, mir fällt gerade nicht ein, wie sie heißt, die war, glaube ich, auch in Nachtschicht, die Mutter, die im Krankenhaus im Sterben liegt. Mit den Schmerztabletten. Ja, ich komme auch gerade nicht auf den Titel. Also ich habe hier in dem Buch auch das eigentlich so verstanden, ich habe jetzt nicht so wie du, Flo, noch mehr dazu gelesen, sondern muss mich jetzt nur auf diese eine Biografie stützen. Aber er war ja als Sechsjähriger durch dieses verheiterte Trommelfell monatelang krank und hat ja auch einen großen Teil der ersten Klasse sozusagen versäumt und hat sich dann, wie er dann meinte, wörtlich durch Tonnen von Comics gefressen derzeit und hat dann selber angefangen zu schreiben. Er hat sich eigentlich durch diese Comics Lesen und Schreiben beigebracht. Mhm. Er hatte noch nicht die Möglichkeit, Fernsehen zu gucken, was er als im Nachhinein eben als großen Segen betrachtet. Seine Ablenkung oder seine Freizeitbeschäftigung oder überhaupt das Überstehen der langen Krankheitszeit war eigentlich nur mit Geschriebenem und Gezeichnetem möglich. Und ich glaube, dadurch ist er unter anderem auch so an dieses Schreiben gekommen, weil das für ihn einfach eine wichtige Möglichkeit war, ja, sich mit allem auseinanderzusetzen, wenn man so will. Auch wenn das in Geschichten gepackt hat. Also kann man ja auch in Geschichten packen, ist ja egal, ne? Ja, und ich finde es auch interessant, also er muss ja auch viel, es gab damals diese Reihe Classics Illustrated, die berühmte Geschichten aus der Weltliteratur in Comicform erzählt haben. Und was ihn ja besonders interessiert hat, waren tatsächlich auch damals schon so die Horrorgeschichten wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Mhm. Ja, das hat er, glaube ich, relativ früh so, diese Vorliebe hat sich relativ früh gezeigt, genau. Und er erzählt ja auch, dass er, da muss er auch so sechs gewesen sein, dass er im Radio dann zum ersten Mal mit Geschichten von Ray Bradbury in Kontakt kam. Und ich glaube, dass ihn in diesen jungen Jahren diese, ja, Grusel, Science-Fiction und was weiß ich, Geschichten, haben ihn doch sehr geprägt. Und genau. Ich kann mir nicht vorstellen, was er heute schreiben würde, wenn er zu ganz anderen Klassikern oder so gezwungen worden wäre. Kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu diesem Satz eben mit den Schmerzen. Über den Unfall würde ich sagen, reden wir später nochmal. Aber ich glaube, ja, dass King tatsächlich ehrlich ist in seinen Büchern. Und das ist tatsächlich was, das hätte ich nicht unbedingt generell unterstellt erstmal. Aber in diesem Buch redet er ja auch sehr viel über seine Alkoholsucht. Und ich glaube, da sollten wir auch nochmal explizit drüber reden. Denn das ist ein relativ großer Teil in dieser Biografie. Denn es war auch halt ein sehr großer Teil seines Lebens, ob er das nun möchte oder nicht. Und als Erklärung fand ich das sehr, sehr spannend. Er schreibt hier den Satz: Als Schriftsteller bin ich ein sehr empfindsamer Zeitgenosse, aber gleichzeitig bin ich ein Mann und echte Männer geben ihren Empfindlichkeiten nicht nach. Das tun nur Weicheier. Deshalb trinke ich. Wie sonst soll ich mit all den Existenzängsten zurechtkommen und dabei weiterarbeiten? Außerdem kann ich damit umgehen. Ein echter Mann kann das. Ja, ich denke, dass
Ich meine, jeder merkt, dass dieser Satz hier natürlich vor Ironie trieft. Ja. Aber ich denke, dass er hier nochmal wirklich so seine Erziehung, sein Umfeld, dieses keine Schwäche zeigen, keine Krankheit zugeben, dass das hier auch ihn stark beeinflusst hat in dieser Sache. Ja, und eben vor allem auch Dinge vor sich selber nicht zugeben. Ich meine, es geht dann weiter, du meine Scheiße, ich bin Alkoholiker, dachte ich. Und es erhob sich kein Widerspruch in meinem Kopf. Immerhin war ich der Typ, der Shining geschrieben hatte, ohne zu merken, dass ich von mir selbst erzählte. Wenigstens bis zu diesem Abend. Und das hat mich auch überrascht, dass er das quasi ja selbst nicht mitbekommen hat. Doch, es ist beeindruckend, aber ich glaube ihm das tatsächlich. Ja, und ich auch. Weshalb ich sage, es ist beeindruckend, das geht weiter in dieser Blog. Ungefähr ein Jahr zuvor, als riesige Flaschen Listerine mit unglaublicher Schnelligkeit aus dem Badezimmer verschwanden, hatte Tabby mich gefragt, ob ich das Zeug trinke. Ich antwortete empört und arrogant, das hätte ich ganz bestimmt nicht getan. Hatte ich auch nicht. Ich hatte stattdessen das Scope-Mundwasser getrunken. Das schmeckte besser, leicht nach Minze. Und wenn du halt auf dem Level bist, ich glaube tatsächlich, dann weißt du, dass du ein Problem hast, aber du musst es halt wegignorieren vor dir selber. Gerade wenn du eben diese Sozialisierung hast. In dem Zusammenhang finde ich auch diesen einen Abschnitt sehr interessant, wo er dann Intervention. Genau. Ja, von der Intervention seiner Familie spricht. Und er schreibt hier, Tabby fing an, indem sie einen Müllbeutel aus meinem Arbeitszimmer auf den Teppich entleerte. Bierdosen, Zigarettenstummel, Koks in kleinen Fläschchen, Koks in Plastiksäcken, mit Rotz und Blut verkrustete Kokslöffel, Valium, Xanax, Flaschen mit Robitussin, Hustensirup und Nyquil, Erkältungsmittel, selbst Mundwasser. Also da merkt man ja schon, er hat genommen, was er kriegen kann und hat sich das reingezogen. Am besten fand ich da, und das ist eigentlich die beste Zusammenfassung zu dem Thema, ich hatte den Trick vergessen, wie man nüchtern ist. Und ich glaube, dass das so ein bisschen der Kniff ist in dieser ganzen Sucht. Also er leitet, ich fand es interessant, wie er dieses Thema eingeleitet hat. Er hat es nämlich mit zwei Episoden als Jugendlicher eingeleitet, in denen er sich betrunken hat. Das eine Mal war auch irgendwie auf einer Klassenfahrt. Und das klang schon für mich nicht so harmlos, dieses Haha, dann bin ich mal über die Stränge geschlagen, ich will der Kerl oder so. So hat er das gar nicht gerahmt, sondern eher, das ist irgendwie passiert und das war mein Anteil daran. Also ich fand die ganze Schilderung, es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man über Sucht schreiben kann und auch wie man über das Überstehen von Sucht beziehungsweise das Trockenwerden und Bleiben schreiben kann in dem Fall. Und ich finde bemerkenswert, dass er eben zu keinem Zeitpunkt was anderes sagt als da war ich damals, da habe ich das gemacht und heute mache ich das. Und das ist aber, also es ist nicht, er beschreibt halt nicht unbedingt seine Veränderungen, seinen Prozess, sondern einfach, ja, das habe ich damals gemacht und heute mache ich was anderes. Aber nicht heute bin ich ein anderer Mann als damals. Das fand ich ganz bemerkenswert, weil es eben auch mit einschließt, dass er weiß, dass er immer wieder rückfällig werden kann. Genau, und da gibt es auch einen schönen Satz, den fand ich auch relativ beeindruckend. Es ist jetzt fast 12 Jahre her, dass ich zum letzten Mal etwas trank. Doch noch heute gerade ich in ungläubiges Staunen, wenn ich in einem Restaurant jemanden mit einem halbvollen Weinglas sehe. Dann möchte ich aufstehen, hinübergehen und ihm oder ihr ins Gesicht schreien, trink aus, warum trinkst du das nicht aus? Die Vorstellung, aus Geselligkeit zu trinken, fand ich lächerlich. Wenn man sich nicht besaufen will, warum dann nicht einfach eine Cola trinken? Ja, wichtiger Satz. Also ich finde, dass er, so wie er darüber schreibt, ziemlich erbarmungslos ist mit sich selber. Deswegen, bei mir hat das so gewirkt, dass ich ihm auch das andere, was er sonst über sich schreibt, abnehme, weil er klingt da sehr authentisch und warum sollte er
ja, im Rest des Buches dann nicht ehrlich sein. Gut, er wird, er lässt natürlich große Teile seines Lebens auch weg und so eine Talbeichte hat er weder versprochen noch wollte es haben, aber das ist schon sehr anrührend, finde ich, wie er da schreibt. Mhm. Ich glaube auch, dass wir mehr nicht wissen müssen für dieses Buch. Ja. Also ich finde genau diesen Anteil Biografie, den er in dieses Buch hineingeschrieben hat, ist genau auch das, was wir brauchen, um zu verstehen, was sein Zugang zum Schreiben ist. Wenn wir verstehen, das ist für ihn nicht nur ein Outlet und eine Möglichkeit, sich selbst darzustellen, sondern ja, wenn man eben weiß, das war für ihn immer schon Teil, das war die einzige Konstante, das Schreiben. Und dann, also er hat länger geschrieben, als er gesoffen hat. Ja. Und ich glaube, das ist in diesem Kontext relevant, dass das erst kam. Und in dem Zusammenhang finde ich auch noch den Satz interessant. Möglicherweise haben Kreative ein höheres Risiko, alkohol- und drogenabhängig zu werden als andere. Ja und? Wir sehen alle ziemlich gleich aus, wenn wir in die Gosse kotzen. Ja. Und das finde ich sowohl in der Hinsicht hier, dem, dass er zu sich ehrlich ist, als auch in der Hinsicht zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass er auf dem Teppich geblieben ist, interessant. Mhm. Also er stellt sich nicht über andere. Er sagt, Junkies, wir sind alle gleich. Ich würde sagen, das ist gleich ein ganz guter Einstieg, um in die Büchersektion zu rutschen. Aber bevor wir das tun, Jonas, hast du jetzt in der Biografie außer dem Unfall noch irgendwas, worauf du eingehen willst? Nee, eigentlich nicht. Okay. Dann, wenn ihr anderen auch nichts dagegen habt, würde ich sagen, reden wir jetzt mal ein bisschen über den Teil, wo er eben selbst über seine Bücher redet. Und das Ganze fängt an, ich glaube, die erste Erwähnung ist tatsächlich seine erste Geschichte, die tatsächlich veröffentlicht wurde. Und die ist in einer Fanzeitung für Horrorfreaks erschienen. Und die Geschichte wurde in der Zeitschrift veröffentlicht unter In a Half World of Terror. Aber sein Originaltitel war I Was a Teenage Grave Robber. Super duper Peng. Also ich finde das voll niedlich, wie er selbst immer noch diese Begeisterung hat, die er als Kind hatte. Dass er sich immer noch darüber freuen kann, was er damals fabriziert hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Das spricht ja auch von einem gewissen Selbstbewusstsein. Richtig, weil ich kann zum Beispiel die Sachen, die ich als Kind geschrieben habe, nicht lesen, ohne dass was schlecht wird. Also ja. Und dir kann man schon kein mangelndes Selbstbewusstsein vorwerfen. Richtig. Flo, hast du da irgendwie mal eine Hand drauf gekriegt oder ist das wirklich nicht mehr zu finden? Also, ich komme da nachher noch dazu, zu den Jugendsünden, die man noch finden kann. Und wir werden auch mal eine Sendung dazu machen, das verspreche ich jetzt schon. Interessant fand ich tatsächlich den Ansatz, den er hatte, mit Absagen umzugehen. Denn auch das spricht für mich relativ viel für einen gesunden Gottkomplex. Als ich 14 war und mich zweimal pro Woche rasierte, ob es nötig war oder nicht, trug der Nagel in meiner Wand das Gewicht der gefehlten Absagen nicht länger. Ich ersetzte ihn durch einen Haken und schrieb weiter. Als ich 16 war, bekam ich mittlerweile Absagen mit handschriftlichen Bemerkungen. Und ich finde das echt großartig, diesen Symbolmoment. Das wäre halt der Punkt gewesen, wo bestimmt 80% der Leute gesagt hätten, okay, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich aufgebe. Und stattdessen eben da einfach symbolisch den Nagel länger zu machen und einfach weiterzumachen, bis es irgendwie weitergeht und bis zumindest die Absagen freundlicher werden. Ich glaube, das trennt die Spreu vom Weizen. Ja, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich hatte diesen Abschnitt so gelesen, dass er da irgendwann auch so eine Art Spiel draus hat, dass es für ihn auch so eine Art Kommunikation ist über das, was er tut, sehr indirekt, ne? Also er hat ja nicht die Texte unbedingt eingereicht, um darin bestätigt zu werden, dass er was Gutes schreibt. Er wollte veröffentlicht werden. Und für mich wirkte das so, als wenn er in den sich verändernden Absagen von sehr unpersönlich zu, er bekommt Tipps, er wird ermutigt, aber trotzdem wird ihm abgesagt, dass er darin auch
einfach mehr sieht als nur eine Absage, die einfach nur freundlicher ist. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, dass man AutorInnen eigentlich, also das wäre mein Rat jetzt an AutorInnen, wenn ihr an Verlage herantretet, von denen ihr gar keine Antwort bekommt, dann sind sie auch euer Manuskript gar nicht wert. Also wer als Verlag nicht mit neuen jungen AutorInnen in Kontakt geht, ist es nicht wert. Also der macht seinen Job nicht gut. Also unabhängig davon, ob es AutorInnen sind, die Schrott herantragen oder eben kleine Perlen, die man nur vielleicht ein bisschen aufpolieren muss, es ist einfach nicht wertschätzend und einfach nicht okay. Also Verlage sind keine Richter über Manuskripte. Ja, Punkt. Und auch gerade, weil wir es vorhin von den kleinen Verlagen hatten, sucht euch die richtigen Verlage aus, wenn ihr irgendwas einschicken wollt. Denn gerade Kleinverlage, da sind die Chancen natürlich größer, was zu veröffentlichen, aber es muss natürlich auch in das Programm passen. Und es gibt so viele, die sich auf eine bestimmte Richtung spezialisiert haben. Wenn das nicht zu eurem Manuskript passt, dann ist das ziemlich überflüssig, es dahin zu schicken. Und das hat King zum Beispiel sehr clever gemacht, mit Magazinen anzufangen für seine Geschichten und nicht zu sagen, das hier muss in ein Buch oder in eine Anthologie-Reihe oder irgendwie so, sondern ich glaube, Magazine waren zu der Zeit auch einfach der Zugang. Das war einfach so, wie Literatur neben Büchern in Romanform einfach unter die Leute kam. Das ist schnell, das ist billig. Man kann gut Honorar bekommen. Auch als Autor oder Autorin kann man da relativ, du kannst viel einsenden, wenn du viel produzierst und wenn das von vielen angenommen wird, dann kannst du auch viel einnehmen. Also das war einfach ein bisschen andere Zeit als heute und da hat er das schon vielleicht bewusst oder unbewusst aus dieser Idee von ich brauche Geld, wendet er sich eben genau Magazinen zu, die Geld haben und nicht großen Verlagen, die nur Bücher veröffentlichen. Und ich glaube, genau der Punkt, mit dem man muss sich auch ein bisschen aussuchen, in welche Richtung die Verlage oder die Herausgeber in irgendeiner Form agieren, das kommt ja auch im nächsten Satz gleich. Der erste Hoffnungsträger kam von Elvis Badwies, damals Herausgeber von Fantasy und Science Fiction, der eine meiner Geschichten namens The Night of the Tiger gelesen hatte. Elvis Badwies schrieb: Gute Geschichte, nichts für uns, trotzdem gut. Sie haben Talent. Reichen Sie uns weitere Geschichten ein. Und wir haben ja in diesem Format schon mal über The Night of the Tiger gesprochen. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist halt wirklich eine gute Geschichte. Ich sehe das vollkommen ein, dass die in Fantasy und Science Fiction vielleicht nicht reinpasst. Aber es war eine gute Geschichte. Ja. Also ich würde auch gerne noch mal drauf kommen, was Hannah gerade meinte, dass er das ganz clever gemacht hat, dass er Geschichten an Magazine geschrieben hat. Ich denke, bei ihm spielen zwei Sachen eine Rolle. Er ist schon jemand, der einfach wahnsinnig gerne geschrieben hat, dem das auch Spaß gemacht hat und der veröffentlicht werden wollte. Aber die Tatsache, dass er noch weiß, wie hoch die Honorare waren, und er erwähnt zum Beispiel auch, dass man, wenn man beim Playboy veröffentlicht würde, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob er da tatsächlich mal eine Geschichte veröffentlicht hat, aber dafür hätte man $2,000 bekommen. Also, dass er das jetzt noch weiß oder sich noch daran erinnert oder dass sie auch erwähnt, daraus kann man ja ganz klar schließen, dass das für ihn auch eine ganz wichtige Geschichte war, dass er da irgendwie Geld verdienen konnte. Und dann möglichst eben mit einer Tätigkeit wie nicht dreckige Wäsche in eine Waschmaschine zu sortieren und dann irgendwelche Spritzbestecke noch dazwischen zu finden und was weiß ich. Das war ja auch gefährlich und das war wirklich ziemlich eklig und anstrengend, sondern dass er etwas machen konnte, was er auch noch wahnsinnig gerne gemacht hat und damit auch Geld zu verdienen, ja. Aber tatsächlich, diese ganze Geschichte mit den Herrenmagazinen und der Wäscherei, da kommen wir genau jetzt drauf, denn das war ja eigentlich so ein bisschen der Start seiner Karriere, denn er hat sich eben über diese Wäscherei zu einer Kurzgeschichte inspirieren lassen, namens Spätschicht. Die kommt viel später dann in der Kurzgeschichtensammlung Nachtschicht zum Tragen. Übrigens auch, finde ich, eine ziemlich gute Geschichte. Das ist die, als sie im Keller
aufräumen sollen und so Rattennester finden mit Hundegroßen Ratten. Im Keller einer Wäscherei. Genau. und diese Geschichte hat er eben tatsächlich verkauft an das Herrenmagazin Cavalier für $200. Und er hatte zwar vorher schon mal zwei Geschichten verkauft, aber die haben zusammen nur $65 eingebracht. Also das hat sich quasi mit einem Schlag echt gelohnt gehabt. Und da sind wir eben genau auf dem Punkt. Einerseits diese prekären Verhältnisse prägen die Thematiken in seinen Geschichten, aber andererseits hat er eben genug Wissen, wo er im Zweifelsfall seinen Krempel da unterbringen kann, um sich eben aus den prekären Verhältnissen rauszuarbeiten. Ja, wobei ihm sicherlich nicht in seinen kühnsten Träumen die Idee gekommen wäre, dass er dann gleich mit dem ersten veröffentlichten Roman dann auch so, so aus allen Problemen sich rauskatapultieren konnte. Das war ja, also, dass dann die Taschenbuchrecht für Carrie dann so viel einbrachten, ne? Ja, das hat mich so berührt, diese Szene, die er dann beschrieb, dass er, ach, wie er da im Türrahmen so zusammenrutscht, ja, meinst du das? Ja, wo es ihm so klar wird, okay, das ist unfassbar viel Geld, und wie seine Frau dann anfängt zu weinen, als es ihr klar wird. Das fand ich so, ich konnte es so nachvollziehen. Das ist einfach, oh, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das war einfach, vor allem halt die Tatsache, wie er überhaupt davon erfährt, dass sie das verkauft haben. sie hatten halt kein eigenes Telefon. Ja. Und sie, also Tabby hätte halt die Kinder wirklich komplett anziehen müssen und so weiter und so fort. Das ist mit zwei kleinen Kindern auch kein Spaß. Es gab also nur zwei Gründe, dass jemand am Telefon nach ihm fragt. Entweder, dass den Kindern was passiert ist, oder dass halt tatsächlich das Buch verkauft ist. Und das war dann zum Glück eben der Verkauf von Carrie. Er hatte aber... Flo? Nee, mach du erst weiter. Er hatte aber tatsächlich vor Carrie schon andere Romane geschrieben, nämlich Amok und Todesmarsch und Menschenjagd. Also das, was wir im weitesten Sinne jetzt als Bachmann-Sachen kennen. Wobei Amok war Amok als Bachmann? Ja. Und lustigerweise finde ich hier seine Einschätzung ganz gut. Amok ist vielleicht am beunruhigendsten, Todesmarsch ist wahrscheinlich der beste von ihnen. Und ich würde mich tatsächlich dieser Einschätzung anschließen. Ja, absolut. Das hat schon einen Grund, warum er Amok heute nicht mehr drucken lässt. Aber ich weiß es gar nicht. Ich sage ja, ich habe noch eine dicke Biografie gelesen, deswegen habe ich es jetzt nicht mehr genau im Kopf, ob er die Geschichte auch in diesem Buch erzählt oder ob die in dem anderen war. Er war ja immer chronisch pleite, die Familie hatte große Geldsorgen, und es ist einmal passiert, dass King wegen groben Unfugs zu einer Geldstrafe von $250 verurteilt wurde. Konnte er natürlich nicht bezahlen und ersatzweise einen Monat Haft. Und 4 Tage vor dem Ablauf der Zahlungsfrist bekam er plötzlich einen Scheck von dem Herrenmagazin Adam über $250. Ach so, ja. Und konnte es dann gerade noch so abwenden. Und die Geschichte The Float, wir kennen sie als Das Floß, The Raft, ist wahrscheinlich niemals in dieser Geschichte erschienen. Das ist doch das Lustige an der ganzen Sache. Ach, er hat das Honorar bekommen, aber die Geschichte wurde nicht veröffentlicht? Genau, sie haben die Geschichte gekauft, aber nicht veröffentlicht. Was? Ja. Aber wir haben ein gutes Werk getan. Ja. So, und jetzt kommen wir langsam in die Phase, wo es um die Bücher geht, die er schon unter Drogen- oder Suff-Einfluss geschrieben hat. Im Frühjahr und Sommer 1986 verfasste ich Das Monstrum, Tommy Knockers, arbeitete oft bis Mitternacht mit einem Herzschlag von 130 pro Minute und Tamponaden in den Nasenlöchern, um das vom Kokain hervorgerufene Bluten zu stillen. Ach, ja. Und es geht weiter. Am Ende meiner Abenteuer trank ich eine 24er-Packung und der großen 16-Ounce-Dosen Bier am Abend. Und ich kann mich kaum daran erinnern, den Roman Cujo geschrieben zu haben. Das sage ich nicht mit Stolz oder Scham, sondern mit einem verschwommenen Gefühl von Trauer und Verlust. Ich mag das Buch. Ich würde mich gerne daran erinnern, wie ich die guten Stellen niederschrieb. Jetzt muss ich ehrlich sein, Tommy Knockers fand ich ja persönlich gar nicht mal so schlimm, zumindest eben den Sollverteil, den fand ich tatsächlich gut. Aber gute Momente in Cujo würde mir jetzt schwerfallen, mich dran zu erinnern, und ich war nüchtern. Ja, aber Tommy Knockers, nein. Interessanterweise, Dena, hast du Tommy Knockers schlechter bewertet als Cujo. Ja, weil das Buch insgesamt beschissen war, aber der Alkoholiker-Teil war gut.
Ja, okay. Du meinst den Teil der Geschichte und nicht des Autors? Ja, ja, genau. Gut. Ich finde bemerkenswert, dass bei diesen Büchern, das sind auch die, wo ich am schwierigsten überhaupt reingefunden habe. Zu Tommyknockers, da haben wir nur den Film gesehen, und ich habe mir den Film angeguckt, weil ich die Geschichte nicht. Ich bin einfach überhaupt nicht durchgedrungen irgendwie. Mm. Und jetzt im Nachhinein zu wissen und zu verstehen, okay, der Autor war einfach dicht, bietet mir als Leserin dann auch nochmal eine neue Perspektive. Und das erklärt einiges, gerade bei diesem Buch. Ja, ja, das stimmt. Ansonsten gibt es noch ein paar Anmerkungen zu Misery. Da hatte er eine fantastische Idee und ich ärgere mich zu Dreck, dass er die nicht umgesetzt hat. Es ist die Annie Wills-Ausgabe von Miseries Rückkehr. Sie ist wunderschön gebunden, aus gutem Grund. Es ist die Haut von Paul Sheldon. Und das hätte dem Buch so gut getan. Nein. Nein. Das hätte nicht gepasst, nein. Nein. Das wäre ein gutes Buch für Dela geworden, aber nein. Es wäre eine schöne Sammlerausgabe, aber es hätte nicht gepasst. Gut. Ansonsten geht es dann weiter mit Das Spiel und das Mädchen. Das Spiel haben wir schon vor einiger Zeit gelesen. Das Mädchen ist die letzte Sendung gewesen, glaube ich. Und sie sind beide zwei rein aus der Situation entwickelte Romane. Wenn es in sie um zwei Menschen in einem Haus geht, dann handelt das Spiel von einer Frau im Schlafzimmer und das Mädchen von einem Kind, das sich im Wald verläuft. Und ich glaube, so wie er es vorher erwähnt hat, normalerweise geht es ihm ja um die Person und nicht um die Situation. Und das merkt man allen diesen drei Büchern an, finde ich. Wobei ich das gerade bei Mädchen besonders passend finde. Weil an dem Mädchen ja absichtlich nichts Besonderes ist, aber an der Situation, die es durchlebt. Und ich glaube, also am Ende geht es halt doch wieder um die Figur. Aber ich glaube, diese Geschichte, wenn er das Mädchen in dieser Geschichte mehr hervorgehoben hätte, dann wäre es ein weniger gutes Buch. Aber es geht weiter mit den geplotteten Romanen, über die er spricht. Es geht hier um Schlaflos, es geht um Das Bild und er sagt, die gehören beide nicht zu seinen besten Werken. Er möchte es ungern zugeben, aber es ist wirklich so. Und der einzige handlungsgesteuerte Roman, den er wirklich mag, ist Dead Zone. Weiß ich nicht. Ja. Wie steht ihr dazu? Es ist schwer. Also, wenn man das von dem Standpunkt betrachtet, ich müsste es überlegen, es gibt mit Sicherheit noch ein, zwei weitere handlungsbezogene Romane. Ich würde sogar sagen, gut, das Bild haben wir besprochen, gab es Probleme, aber ich mag es eigentlich. Ich will aber trotzdem Schlaflos besser einschätzen als Dead Zone, weil da die Handlung, Dead Zone ist so episodenhaft. Also ja, es wird durch die Handlung geleitet, nicht durch die Figur des Johnny Smith, aber es ist kein zusammenhängender Roman. Mhm. Es ist so eine Fortsetzungsgeschichte, also da würde ich ihm widersprechen. Und dann haben wir hier noch die Was-wäre-wenn-Bücher. Was wäre, wenn Vampire in ein kleines Dorf in Neuengland einfielen? Brennen muss Salem. Was wäre, wenn ein Polizist in einer entlegenen Stadt in Nevada durchdrehte und jeden umbrächte, der ihm vor die Linse kommt? Desperation. Was wäre, wenn eine Haushälterin, die ungestraft ihren Ehemann umgebracht hat, eines zweiten Mordes verdächtigt wurde, den sie nicht begangen hat? Dolores. Er bewertet das nicht, aber ich finde das lustig zu erfahren, dass die eben wirklich aus so Was-wäre-wenn-Ideen entstanden sind. Gerade bei Dolores kann ich das nicht verstehen, dass er das so schreibt, weil Dolores ist eine Charakterstudie durch und durch. Gut. Und dann würde ich jetzt noch weitergehen mit The Stand. Da fand ich tatsächlich seine Einschätzung sehr lustig. Das Buch, an dem ich am längsten arbeitete, ist Das letzte Gefecht, The Stand. Es gefällt meinen treuen Lesern offenbar auch am besten. Es ist ein wenig deprimierend, wenn alle so einmütig der Meinung sind, dass man sein bestes Werk vor 20 Jahren abgeliefert hat. Aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Danke. Und er formuliert hier auch, anstatt mich also einem neuen Projekt zuzuwenden, fing ich an, lange Spaziergänge zu machen. Eine Gewohnheit, die mich 20 Jahre später in große Schwierigkeiten bringen sollte. Das ist also tatsächlich der Unfall, der dann passiert. Und The Stand, ja, es tut mir leid, King, aber es ist einfach so, es ist dein bestes Buch. Nicht in unserer Liste. Nein, in unserer Liste müsste bei mir die beste Bewertung schwarz sein. Also,
The Stand ist, glaube ich, bei uns auf Platz 2. Ist ein großartiges Buch, ist halt so. Aber wir haben In einer kleinen Stadt tatsächlich auf Platz 1. Okay, das ist krass. Haben wir denn noch was zum Leben? Ich glaube nicht. Also ich würde vorschlagen, Flo, du gehst jetzt nochmal in den Unfall rein. Ich würde vielleicht sagen, was wir weiter nicht beachtet haben, aber vielleicht habt ihr das früher schon besprochen, dass er doch immer wieder darauf kommt, wie sehr die Beziehung zu seiner Frau eine Konstante in seinem Leben ist und wie sehr die ihn auch immer gestützt hat. Mhm. Also er schätzt sie ja sehr als selbstbewusste Frau, die sich auch nicht sagen lässt und die einerseits ihm sehr gewogen ist und dem, was er schreibt, also da, das wird ja da genau beschrieben anhand von den paar Seiten von Carrie, die er da in den Müll wirft und seine Frau holt sie wieder raus und sagt, du, das hört sich doch ganz gut an und mach doch da mal weiter. Und dann sagt er, ja, ich glaube, dass ich aber aus dem Innenleben eines Mädchens gar nichts beschreiben kann. Dann sagt sie, doch, da helfe ich dir dabei. Aber gut, dann hat er ja den Roman fertiggestellt. Also die eine Sache, dass sie an ihn immer geglaubt hat, aber generell auch, dass sie eine sehr eigenständige Frau ist und dass er das auch toll findet. Also ich meine, wann immer er über sie redet, finde ich das sehr liebevoll, aber nicht so triefäugig, sondern zum Beispiel auch, wenn er erzählt, wie wunderbar er das findet, wenn sie lacht. Also dass er das, dass das für ihn einfach so ein toller Moment ist und dass er das auch gerne öffnet. Wir werden da vielleicht mal drauf, aber das haben wir jetzt eigentlich erzählt, aber ich glaube, das ist schon, die Beziehung für ihn ist schon sehr wichtig und eine große Rolle in seinem Leben gewesen. Ja, da gebe ich dir recht. Das auf jeden Fall. Und auch wenn er hier in dem Buch wenig darauf eingeht, ich denke auch, seine Kinder sind ihm sehr, sehr wichtig. Ja, die gehen ganz schön unter, ne? Aber es ist vielleicht auch Wahrung der Persönlichkeitsrechte. Damit auch wieder ein guter Move. Ja, das kommt aber einmal an einer Stelle vor, als er dann wirklich sein, da ist es auch wieder seine Frau, die sagt, also entweder du ziehst aus oder du machst einen Entzug. Er weiß ja schon eine Weile, dass er eigentlich heillos verstrickt ist in Alkohol und Drogen. Und dann hat er ja große Angst, dass er nachher nicht mehr schreiben kann, wenn er den Alkohol nicht zur Verfügung hat, wie es sicherlich anderen SchriftstellerInnen auch gegangen ist. Das wird ja immer mal wieder thematisiert in der Literatur, aber er sagt dann, ja, das Leben mit meiner Frau und mit meinen Kindern war mir wichtiger als die Möglichkeit, eventuell das Schreiben zu verlieren. Und ich meine, das Schreiben war ja immer die zentrale eine zentrale Säule in seinem Leben. Aber ich meine, gibt ja fast keine größere Liebeserklärung als das, wenn er das so schreibt. Ne? Mhm. Das stimmt. Ansonsten hätte ich nur noch eine letzte Sache zu den Büchern, nämlich über die kürzeren Sachen von King. Und dann setzen sie sich an ein gänzlich neues Projekt. Vorzugsweise an etwas Kürzeres, das eine möglichst völlig neue Richtung und ein anderes Tempo einschlägt, als ihr frisch fertiggestelltes Buch. Einige ziemlich gute Novellen, darunter Die Leiche und Der Musterschüler, habe ich zwischen den verschiedenen Fassungen längerer Bücher wie Dead Zone und Strike geschrieben. Und als allerletztes, das ist eigentlich der letzte Satz mit unter anderem, ich spielte mit der Idee, den fertiggestellten Text von 1408 in dieses Buch aufzunehmen, doch lief sie meiner Absicht zuwider, mich einmal im Leben kurz zu fassen. Also er erkennt ja auch seine Schwächen. Das muss man ihm ja zurechnen. So, habt ihr jetzt zum Biografieteil noch direkt was zu erzählen? Dann gut. Dann mache ich noch gerade etwas Indirektes. Ja. Denn das schon erwähnte Begleitbuch Secret Windows hat noch mal so ein paar Kleinigkeiten, aber jetzt wirklich nur Anekdoten auch, da gehe ich nicht groß drauf ein. Das Buch ist auch kein durchgehend, weder Sachbuch noch ein Roman, keine durchgehende Geschichte. Es ist einfach eine Sammlung von Essays, von jetzt zum Teil Vorwörtern, von Interviews und auch von Kurzgeschichten, die aber schon an anderer Stelle auch veröffentlicht wurden, zum größten Teil. Wir haben ein Vorwort von Straub,
Und wir haben Vorwörter wie das zu Nachtschicht, wie zu Secret Window, Secret Garden und zu einem großen Abschnitt über Horrorliteratur aus Danse Macabre. Also alles Sachen, die man schon aus Büchern kennt und gelesen hat. Es gibt aber auch einige Interviews und Essays, die immer wieder in der Sekundärliteratur vorkommen, zum Beispiel On Becoming a Brand Name, wo er darüber schreibt, wie er halt zur Marke geworden ist. Oder auch sehr lustig, Ever at Raw Meat, haben Sie jemals rohes Fleisch gegessen? Und andere merkwürdige Fragen, wo er darauf eingeht, was die Leute ihm denn so für Fragen stellen. Also so abseits von dem, woher bekommen sie denn ihre Ideen? Es sind ein paar schöne Sachen dabei. Es ist auch zum Beispiel ein Vorwort dabei, das King für The Girl Next Door von Jack Ketchum geschrieben hat. Ich glaube, ist das Evil auf Deutsch? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und die Geschichte der flexiblen Kugel und Im Kabinett des Todes sind zwei Kurzgeschichten, die hier auch veröffentlicht sind. Aber wie gesagt, generell das Ding schwer zu kriegen, nur auf dem amerikanischen Markt und schweineteuer. Genau, es ist auch wirklich in Amerika nur im Book of the Month Club erschienen und auch da nicht mehr erhältlich. Gut, okay. nachdem wir jetzt über die Biografie geredet haben, würde ich sagen, gehen wir jetzt in den zweiten großen Block des Buches, King über das Schreiben. Und ich glaube, also erstmal, wie sieht's aus? Hat irgendeiner von euch in seiner Biografie mal Ambitionen gehabt, irgendwie zu schreiben? Ich selber, wie gesagt, habe als in der Schule ab und zu mal so Kurzgeschichten geschrieben und ein bisschen Schülerzeitungsblätze gemacht, aber ich hatte da nie ernsthafte Ambitionen. War das bei euch anders? Ja, wobei die Zeit, das Leben, es ist viel dazwischen gekommen. Okay. Ich habe es mal versucht, auch mit Schülerzeitung, habe gemerkt, dass ich einfach kein Talent dafür habe. Okay. Na, ich war schon immer begeisterte Leserin. Mhm. Naja, dann würde ich behaupten, ist im Buchgeschäft diejenige, die am nächsten an der Realität dran ist von uns, tatsächlich Hanna. Und ja, erzähl mal ein bisschen, was du von diesem Teil hältst. Von diesem Teil, ja, ich finde den super. Er ist sehr konstruktiv, er ist aber auch ehrlich. Also und schonungslos. Ich fand es total angenehm, dass es nicht so ein schmalziges, so eine Verklärung ist vom Handwerk. Also das ist seine Herangehensweise insgesamt, dass man schreiben lernen kann und dass man es macht und dass man am Anfang immer schlecht ist und dann besser wird, einfach weil man es macht. So. Also manches passiert von alleine und manches passiert, weil man Dinge weiß. Und die Dinge, die er rausgefunden hat, die schreibt er auf. Und das macht er hier ähnlich schonungslos und für mich auch ähnlich authentisch wie den biografischen Teil. So behandelt er in den Kapiteln einzelne Fehler, die AutorInnen gerne machen. Und das sind genau auch die Dinge, die ich wirklich abgrundtief hasse. Mhm. Wenn ich Manuskripte lese von Romanen, aber auch wenn ich schon fertige Romane lese. Denn obwohl diese Fehler alle gemacht werden, und das sagt er ja auch, heißt das nicht, dass diese Geschichten nicht veröffentlicht werden. Das heißt nicht, dass jedes Buch, das veröffentlicht wird, fehlerfrei ist oder sauber gearbeitet ist oder gut gearbeitet ist oder eine gute Geschichte enthält. Das finde ich ganz gut. Ist auch wichtig, finde ich, für AutorInnen zu wissen. Einfach auch, um mit Kritik umzugehen und das eigene Werk einordnen zu können. Nämlich immer in einer Momentaufnahme. Jeder Verlag oder jede Redaktion, die ein Manuskript entgegennimmt, entscheidet aus einer Situation heraus über dieses Manuskript. Und das ist natürlich immer, wird geschaut, wie das zusammengesetzt ist. Also worum geht es, wer hat geschrieben und wie wurde geschrieben, aber eben auch, was passt zu uns, das hatten wir auch vorhin schon gesagt, und auch, wo sitzt der Schwerpunkt. King hat, ich habe hier so viele Punkte gemacht, einen elementaren
ein elementarer Absatz, den ich gefunden habe, lautet: Ich bin überzeugt, dass eine solche Angst der Grund für viele schlechte Texte ist. Also er vertritt die Annahme, dass viele Autoren Angst haben, ein schlechter Autor zu sein. Mhm. Wenn man nur zum eigenen Vergnügen schreibt, mag die Angst noch beherrschbar sein. Schüchternheit ist das Wort, das ich dafür benutzt habe. Wenn man jedoch unter Termindruck steht, Aufsatz, Zeitungsartikel, Textprobe für den SAT-Aufnahmetest für das College, kann die Angst sehr bedrohlich werden. Dumbo lernte mit Hilfe einer Zauberfeder fliegen. Sie mögen aus demselben Grund vielleicht zu einem Verb im Passiv oder zu einem bösen Adverb greifen. Vorher sollten sie sich aber vor Augen führen, dass Dumbo diese Feder gar nicht brauchte. Der Zauber war in ihm. Schön finde ich in diesem Kontext auch, er sagt dann irgendwann den Satz, wenn man viel Glück hat, wollen mehr Menschen die Geschichte lesen, als sie kritisieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, den man erstmal begriffen haben muss. Das nimmt, glaube ich, ein bisschen die Angst. Ja. Über den ganzen Teil mit dem Schreiben schreibt er so Dinge wie: Schreiben ist verführen. Schreiben ist veredeltes Denken. Haben wir hier noch? Schreiben heißt verführen. Ja, solche Dinge, die für mich schon auch aufzeigen, dass Schreiben für ihn ein Mittel zum Zweck ist. Mhm. Wie jedes gute Werkzeug. Dass man aber mit Werkzeug, also mit einem und demselben Hammer kannst du eine Kathedrale bauen, du kannst aber auch eine Scheune bauen. Und das, worauf er sich hier bezieht, ist eben der Hammer, aber eben auch auf die Idee, die AutorInnen haben müssen. Und dass das eine erhebliche Relevanz hat, das hat er gut rausgestrichen, fand ich. Und eine Stelle, die ich mir hier markiert habe, die ich auch extrem gut finde, dass er sie genau so hier reingebracht hat, obwohl es nur in der Fußnote ist, war etwas, was Kirby McCauley, sein erster richtiger Autor, sein erster richtiger Agent, ihm gesagt hat. Dieser wiederum ein Science-Fiction-Autor, nämlich den Alfred Bester, zitiert. Oh Gott, ergibt der Satz noch Sinn? Ich hoffe sehr. Das Buch ist der Boss. Mhm. Und das, also das ist hier für mich, das ist ziemlich in der Mitte und das ist auch der einzige hellblaue Marker. Das ist eine so wichtige Aussage und ich finde es toll, dass er es mit reingebracht hat, weil es am Ende auch nochmal wieder in Relation setzt, was man als Autor eigentlich ist. Man ist nur die Person, die Dinge aufgeschrieben hat. Nicht mehr, nicht weniger. Unser Buch heißt Aufgeschrieben und das ist genau aus diesem Gedanken heraus entstanden. Also die Dinge, die wir damit sagen wollten, sind für uns natürlich ganz wichtig und groß und die Geschichte, die wir teilen, auch. Aber am Ende haben wir etwas aufgeschrieben, was das Buch wollte und brauchte. Mhm. So. Das waren halt nicht nur wir, sondern ja, so. Das wollte das Buch. Das ist was, was man irgendwie, glaube ich, Leuten, die nicht schreiben oder die auch nicht viel lesen, glaube ich, ganz schwer nur vermitteln kann, dass ein Buch dann eben doch so ein Eigenleben hat. Und ich denke, da spielt auch rein, am Anfang gehört die Geschichte einem selbst, aber am Ende geht sie hinaus in die Welt. Sobald man weiß, wie die Geschichte aussehen soll und man sie so gut wie man kann hinbekommt, gehört sie jedem, der sie lesen will. Ich glaube, das ist, glaube ich, damit auch sehr eng verbunden. Genau. Gleichzeitig hat er ja aber auch immer wieder geschrieben, dass er schaut, wo die Geschichte hin will. Und das ist so eine Art, ja, es ist eine Kommunikation. Es ist eine Kommunikation des Autors mit den eigenen Gefühlen und dem, was er da eben aufschreiben kann. Aber es ist halt auch so ein bestimmtes Momentum von, ich muss hier auch loslassen. Ich kann nicht alles bestimmen. Sonst ergibt es keinen Sinn mehr. Wie stehst du denn zu der These, man kann zwar aus einem schlechten Autor keinen passablen und aus einem guten Schriftsteller kein Genie machen, doch es ist mit sehr viel harter Arbeit und Hingabe und Unterstützung im richtigen Moment durchaus möglich, von einem passablen zu einem guten Autor zu werden. Ich habe es halt nicht so mit diesem Guten und passabel, aber ich glaube schon, dass was dran ist, dass wenn jemand einfach, es gibt Menschen, die einfach wirklich nicht diesen Schritt aus der Angst machen können, da passiert einfach irgendwas nicht.
Und es gibt auch noch Geschmack. Es gibt ja, Leute, denen gefällt einfach, jeden Satz mit 2, 3 Adverbien voll zu machen. Oder Menschen, die einfach sehr kurze Sätze verwenden und das aber nicht so schön hinkriegen wie Hemingway zum Beispiel, die King ja hier auch aufführt, sondern die, wo das Ganze halt eher nach einem, nach was Militärischem klingt. Mhm. Und dann kann man halt einfach nicht, also dann kann ich halt nicht als Autor, als Leserin kann ich dann nicht sagen, ja, du bist ein super Autor. Wenn mir das Buch nicht gefällt, dann kann ich das nach dem Inhalt bewerten, ich kann es aber auch nach dem Schreibstil bewerten und dem, was es mir ermöglicht. Und wenn mir ein Buch keine Verbindung ermöglicht und keine Teilhabe an dem Gespräch zwischen Autor und Stoff oder Autorin und Stoff, so wie mir das zum Beispiel bei Tommyknockers ging, da hätte ich halt nicht gesagt, okay, King ist ein toller Autor. Mhm. Ja, okay. Also da, ja, ich glaube auch, dass es extrem relevant ist, Menschen, die schreiben wollen, darin zu bestärken und nie von ihrem Geschriebenen auf sie als Person zu schließen. Obwohl wir jetzt natürlich gerade in dem Buch, er hat nicht ohne Grund einen biografischen Anteil hier mit reingeschrieben. Aber er hat nicht zu jeder seiner Romane oder zu jeder seiner Geschichte eine Biografie geschrieben. Und das ist das, das bedeutet ja auch was, oder das zeigt auf etwas. Ich hatte noch darüber nachgedacht, weil du ja so die Symbolik immer magst, Dela. Das hatte ich einen eigenen Abschnitt, aber ja, fang ruhig an. Dazu schreibt er, Symbolik, und das gilt auch für den übrigen Redeschmuck, hat einen sinnvollen Zweck. Sie ist mehr als Chrom auf dem Kühlergrill. Sie kann ihren Blick und den des Lesers schärfen und zu einem einheitlicheren und gefälligeren Eindruck des Werkes beitragen. Ich denke, Sie werden beim Lesen des Manuskripts und beim Reden darüber merken, ob es Symbolik enthält oder das Potenzial dazu besitzt. Wenn nicht, lassen Sie es, wie es ist. Wenn doch, wenn die Symbolik also unabdingbar Teil des Fossils ist, das Sie ausgraben wollen, dann los, bringen Sie sie zur Geltung. Sie wären ein Schlingel, wenn Sie das nicht täten. Okay. Und eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen, da hätte ich auch gerne noch deine Fachmeinung. Schreiben ist menschlich, Lektorion ist göttlich. Ach, und ich rege mich ja bei King regelmäßig auf, dass er offensichtlich keine Lektor hat. Naja, wir hatten dieses Jahr so eine Fortbildung zum Lektorat und ganz ehrlich, ja, ein Stück weit ist das so, weil man als Lektor oder lektorierend für einen Text unfassbar viele Aufgaben hat. Also das ist wirklich unfassbar viel. Man schreibt im Grunde das Buch nochmal neu, ohne nicht der Autor, also ohne dass man der Autor oder die Autorin ist, und man muss Fakten checken. Es gibt so viele Regeln, die man können muss. Also man muss schon jemand sein, der oder die das kann. Und wenn du es kannst, dann ist es wirklich, ja, dann ist es göttlich. Aber es ist halt nicht göttlich in dem Sinne von überlegen, sondern es ist einfach, also auch ein Lektor oder eine Lektorin ist nichts ohne die Autorin und ohne das Manuskript und ohne den Stoff, der an sie herangetragen wird. Insofern, die Zusammenarbeit mit LektorInnen ist extrem wichtig. Es ist deshalb auch extrem wichtig, dass man, wenn man an etwas arbeitet und schreibt, das sagt er ja auch, dass man den Text nicht nur unbedingt seinen besten Freunden gibt. So klar, wenn das welche sind, auf deren Meinung man ganz viel Wert legt, ja. Aber wenn man ein richtiges Buch machen möchte, ein richtiges im Sinne von fehlerfrei und lückenlos und vielleicht auch zugänglicher. Also wenn man ein zugängliches Buch schreiben möchte, dann ist die Zusammenarbeit mit einer Person, die lektoriert, unabdingbar. Und zwar einer Person, die vielleicht auch auf das spezialisiert ist, was man geschrieben hat. Ja, da fällt mir jetzt als bestes Beispiel halt wirklich Desperation ein. Da hätte Sensitive Reading, also ich meine, das ist eine relativ neue Erfindung, aber das hätte dieses Buch halt zum Beispiel echt gebraucht. Ja, oder auch wieder das schon oft erwähnte Tommyknockers. Da hätte ein Lektor einfach mal 200 Seiten rausnehmen müssen. Mhm. Gut. Hast du sonst zum Schreibenteil erstmal noch was zu sagen? Ja, wir suchen gerade noch. Kam jetzt so schnell. Warte.
Ach hier, was ich, also ein, es ging um Kritik. Und er beschreibt ja auch, dass die Überarbeitung relevant ist. Das ist zum Beispiel für uns so ein Ding, wir bloggen ja auch und das ist durchaus eine Schreibübung. Also wenn man also alle paar Tage einen Text schreibt, auch im freien Schreiben, ist das ja was, was man machen muss, um in Übung zu bleiben. Das überarbeite ich nicht. Das haue ich so raus und dann gucke ich 3 Monate später rein und denke, oh fuck, dieser das-Fehler, der hätte ja nun wirklich nicht sein müssen oder was weiß ich. Aber das kommt raus. Diese rohe, nackte Geschichte, die King auch beschreibt, dass das schon eine Fassung ist, fand ich gut, dass er geschrieben hat, das ist die erste Fassung. Und er sagt ja, dass man das, also er macht 3 Überarbeitungen und kürzt dabei auch. Was mich dann halt, ne, wenn man am Ende denkt, oh, hier hätten 200 Seiten noch raus können, dann kann man sich ja vorstellen, wie groß und umfangreich sein erstes Manuskript war. Aber das finde ich auch einen relevanten Tipp, weil er ja auch sagt, dass man dann so eine gewisse Reifezeit dazwischen haben muss. Und ich finde das, find das auch deshalb gut, weil es aus dieser Idee, die manche Menschen haben, nämlich jemand schreibt und das wird sofort veröffentlicht, ohne dass da jemand nochmal drüber schaut und ohne dass da eine Reife und Reflexion drüber passiert, dass das veröffentlicht wird. Also er beschreibt, wie man es macht und was er da so empfiehlt, schreibt aber am Ende dieses Teils auch, du kannst keinen zwingen, dass ihm deine Geschichte gefällt, sagt Frank, aber du kannst es ihm so leicht wie möglich machen, einen Blick darauf zu werfen. Da geht es um Manuskripte, die dann eingereicht werden. Und dieses, du kannst es ihm so leicht wie möglich machen, einen Blick darauf zu werfen, bezieht sich genau darauf. Also die aus dieser Rohvariante eben diese dritte Variante zu machen und die auch dann eben mit einem Blick darauf zu bearbeiten, wer sie später lesen soll. Aber vorher eben nicht. Das ist super. Und genau, das andere ist unfall-related. Gut. Gut, wunderbar. Was ich noch ganz interessant fand in diesem Schreibenteil, war tatsächlich der Punkt mit dem Zusammenhang zwischen Lesen und Schreiben. Weil er halt tatsächlich sagt, wer nicht die Zeit zum Lesen hat, hat auch schlicht und ergreift nicht die Zeit zum Schreiben. Das war mein Zitat. Wir haben, glaube ich, für diese Folge gar nicht so richtig Zitate im eigentlichen Sinne. Okay, dann war es nicht mein Zitat. Okay, aber wie steht ihr denn zu dieser Theorie? Ich glaube, das hilft ungemein, das Lesen, weil man halt unbewusst mitbekommt, wie es gehen kann und merkt, okay, das klingt gut und das klingt schlecht. Ich denke, da ist tatsächlich was dran. Ja, sehe ich auch so. Also, wenn du schreiben willst, musst du auch lesen. Sonst, sonst kriegst du es zumindest nicht ordentlich hin. Ja, das hat doch auch ganz viel zu tun mit der Faszination für das Medium Sprache. Wie gehe ich mit Sprache um? Wie strukturiere ich Gedanken? Wie stelle ich etwas auch vielleicht so dar, dass mein Gegenüber mich versteht? Er meint ja auch immer, hat ja irgendwo auch den idealen Leser, die ideale Leserin irgendwie im Kopf, für die er schreibt. Und wie bei anderen Dingen auch. Übung macht die Meisterin, würde ich sagen. Also man beschäftigt sich ganz viel damit und man beschäftigt sich beim Lesen ja auch schon mit Sprache, selbst wenn man es dann nicht selber verfasst, nicht selber komponiert. Also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, habe da sehr oft drüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, ob es wirklich Autorinnen gibt, die wenig lesen. Also ist für mich auch unvorstellbar, gibt es wahrscheinlich auch, aber ist für mich eigentlich unvorstellbar. Ja, und ich denke mir halt tatsächlich auch, du kannst damit so ein bisschen deine eigenen Macken vielleicht auch wieder ausgleichen, weil das ist ja wie bei allem. Also bestes Beispiel ist mit mir und mit meiner Häkelei. Ich kann zum Beispiel nicht nach Anleitung häkeln, ich mache das so, wie ich das denke, wie das improvisiert gehört.
aber demzufolge werde ich wahrscheinlich immer auf ewige Zeiten immer denselben Fehler reproduzieren, weil ich das halt einmal so im Handwerkszeug habe. Und ich denke, wenn du schreibst, ist genau dasselbe. Du hast dieselben Krankheiten. Und wenn du eben nicht viel liest von anderen Autoren oder so, fallst du halt auch in diese Falle rein, dass du wahrscheinlich dabei immer bleiben wirst. Und alleine unter dem Aspekt, glaube ich, ist das schon ein guter Ansatz. Ja, oder wenn man den mal jetzt die Parallele zum Kochen nimmt. Also ich koche gerne, aber ich befasse mich auch gerne mit Kochrezepten oder mich interessiert auch, was gibt es denn noch für Lebensmittel, die ich nicht kenne, was kann man denn damit anstellen? Also das ist so eine Kombination aus Ausprobieren, aber auch sich allgemein mit der Thematik Lebensmittel und Kochen oder Zubereitung von Speisen befassen. Also das ist umfassender, als ab und zu sich anherzustellen und irgendwie mal was schnell zu fertigen. Also von dir, Dela, weiß ich ja, dass du gerne kochst. Aber ja, Jonas auch. Mhm. Beim Flo weiß ich es jetzt nicht. Ja, aber, gerne. Ja. Der stellt uns beide in den Schatten. Genau, also von daher trifft uns das ja alle. Das ist ja eigentlich ein Beispiel, mit dem wir alle gut was anfangen können, denke ich. Ja. Ja, das stimmt. Interessant fand ich auch tatsächlich noch die Geschwindigkeit, in der er schreibt. Und dass er sich zum Beispiel über Thomas Harris fürchterlich aufregt, mit dem Kommentar, ja, wenn Gott einem eine Begabung schenkt, warum um Himmels Willen nutzt man sie dann nicht? Das fand ich auch ganz witzig, weil ich meine, King hat halt auch wirklich einen riesigen Output. Aber wie sehr, denkt ihr, ist das wirklich autorenspezifisch? Ich meine, klar, es ist natürlich auch einfacher, das Zeug zu verkaufen, wenn du wirklich mit relativ gesicherter Wahrscheinlichkeit alle anderthalb Jahre ein Buch fertig hast oder so. Aber das fand ich ganz lustig, dass er da so einen großen Wert drauf legt. Also da denke ich, da gibt's wirklich alles. Ja. Von Autoren, die nur 2 Bücher oder 3 Bücher nennenswert in ihrem Leben veröffentlicht haben, bis hin zu so Vielschreiberinnen wie jetzt King zum Beispiel. Mhm. Mhm. Also finde, da kann man eigentlich nichts Grundsätzliches sagen. Was ich zum Beispiel auch interessant finde, ist sein Umgang mit dieser ersten Fassung, die er praktisch dann in den Tresor sperrt und monatelang nicht angucken darf. Also er legt uns das ja auch nahe, also oder jedenfalls einem Menschen, der er schreiben möchte, guckt da ja nicht rein und liest auch nicht noch irgendeine Passage nach, die dir vielleicht besonders gut gefallen hat. Also der macht das mit einer Striktheit, die fand ich verblüffend. Dass das Buch sozusagen reifen soll und ich das erst wieder anfassen darf, wenn ich schon halb vergessen habe, worüber ich da geschrieben habe. Genau, es ist ja so, erst mal ein paar Tage Urlaub machen, dann noch ein anderes Projekt anfangen und dann darfst du irgendwann diese Schublade im übertragenen Sinne, weil wird ja alles auf dem Rechner sein, dann ist es ja noch schwieriger, da nicht dran zu gehen. Man muss ja nur einmal die Datei anklicken. Ja, also da redet er ja immer noch so davon, als ob das alles in Papierform irgendwie vorhanden ist. Ja, fand ich enorm. Habe ich noch nie so bei einem Schriftsteller gehört, dass die so rigoros damit umgehen oder Schriftstellerin. Kann ich nicht sagen. Fand ich bemerkenswert. Ja, das führt ja quasi zu so einer Art Selbstlektorat. Wenn man ja erstmal quasi alles vergisst und dann nochmal wie auf ein ganz neues Buch drauf guckt. Vor allem, glaube ich, führt das auch dazu, dass du es nicht überlektorierst. Weil das kann ich aus meiner Warte bestätigen. Wenn ich Sachen geschrieben habe, ich wollte die halt eigentlich im ersten Anlauf perfekt haben. Was dazu geführt hat, dass ich da so lange dran rumgebastelt habe, eben in einem Schlag, bis ich es gar nicht mehr leiden konnte. Ja, was natürlich das kenn ich. Was dann natürlich für Selbstbewusstsein und fürs eventuell veröffentlichen Gift ist. Und ich glaube, das ist wirklich beides. Eben einerseits, dass du es dann lektorierst, wenn es nötig ist, wenn du auch einen neutraleren Blick drauf hast, aber eben gleichzeitig, dass du es nicht überlektorierst und die Hoffnung verlierst. Ja. Was ich tatsächlich ganz lustig finde, ist, dass er einen relativ simplen Ansatz hat. Ich meine, einerseits die Motivation überhaupt zu schreiben, die daher kommt, ein Buch zu lesen, und das Gefühl zu haben, das könnte ich besser, das kann ich schon längst besser. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber dass er dann eben wirklich sagt, okay, natürlich, du brauchst einen
einen Werkzeugkasten, du brauchst einen ausgeprägten Wortschatz, du brauchst ein bisschen Stilistik und Grammatik und eine Idee. Aber im Großen und Ganzen ist eigentlich das Geheimnis die Routine, dass du eben immer wieder dich hinsetzt, dass du immer wieder, egal ob du jetzt was machst oder nicht, aber es versuchst, dass du immer wieder dich an denselben Tag zur selben Zeit hinsetzt und 2 Stunden schreibst. Das klingt eigentlich nach einem recht simplen Rezept, stelle ich mir aber persönlich unglaublich anstrengend vor. Ja, also das hat mich an Thomas Mann erinnert, den ich eigentlich gar nicht besonders mag als Schriftsteller. Aber der hat das ja genau so gemacht, dass er sich dann morgens um 8 an seinen Schreibtisch gesetzt hat und dann die heilige Schreibzeit hatte bis mittags, wo ihn auch niemand stören durfte. Also das ist ganz, ganz ähnlich wie bei Stephen King. Er hat die Welt ausgesperrt und er wollte da seine Ruhe haben. Und ich glaube schon, dass so eine Routine und so ein so feste Rituale fast, möchte ich sagen, dass die durchaus förderlich sind. Kann ich mir vorstellen. Ja. Also das habe ich von anderen Schriftstellern auch noch gehört, aber bei Thomas Mann war mir das jetzt sehr erinnerlich. Aber da merkt man auch, es ist keine Berufung, es ist einfach wirklich ein Fulltime-Job. Genau. Es wird auch schön formuliert, unser Job hat nichts mit Ouija-Brettern oder Geistern zu tun, sondern ist genauso eine Arbeit wie Rohre verlegen oder Fernlastwagen fahren. Sie müssen einfach nur sicherstellen, dass die Muse weiß, wo sie jeden Tag zwischen 9 und 12 oder zwischen 7 und 3 zu finden sind. Wenn er Bescheid weiß, kommt er mit Sicherheit früher oder später vorbei, kaut auf seiner Zigarre und wirkt seine Magie. Lustig fand ich auch, dass er sagt, seine Muse ist ein Mann, obwohl es ja normalerweise Frauen sind. Und ich kann mir den voll vorstellen. Alleine auf dieser Beschreibung her schon. Ja, ich finde das auch, dass er das so greifbar macht und dass er so diesen Nimbus, also Schriftsteller sind sozusagen Wesen, die in höheren Sphären schweben, dass er das mal so ein bisschen entzaubert. Finde ich wunderbar. Und das tut er ja auch mit dieser männlichen Muse irgendwie, also auch ganz toll. Ja, wunderbar. Ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen wollt, es geht halt einen großen Teil, also naja, keinen großen Teil, aber es geht auch zum Teil eben um Wortschatz und Grammatik und solche Sachen. Aber ich glaube, da haben wir alle weder Ahnung noch Lust drauf, oder? Ja, das ist, glaube ich, auch sehr schwer jetzt hier wiederzugeben. Ja, wir sind ja kein Schreibpodcast, sondern... Ja, was ich vielleicht dazu mal sagen möchte, ist, dass weil je nachdem, wer jetzt hier diese Episode von dem Podcast hört und vielleicht auch Lust hat auf dieses Buch, dass er das auch unheimlich kurzweilig macht. Man stellt sich ja vor, wenn jemand über das Handwerk des Schreibens was verfasst, dass das Erken ist, ist ja ein Sachbuch, aber er macht es auch einfach mit ins frechen Schreibe, das liest sich wunderbar weg. Er bringt die ganze Zeit Beispiele, also falls das jemand interessiert, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein gutes Buch, mal damit anzufangen, über das Schreiben zu lesen. Also ich weiß nicht, wie ihr das so seht, aber ich finde das toll. Also gut, ihr kennt einfach alle den Stephen King besser und wisst ja, dass er so einen sehr lesbaren und spannenden Stil hat. Aber für mich war das eben ja eher neu und das hat mir großartig gefallen. Also der nimmt einem gewisse Ängste auch, wenn man daran interessiert ist, zu schreiben und das mal auszuprobieren, dann finde ich, ja, leitet er einen ganz gut an. Und wie gesagt, macht das auf eine spannende Art und Weise. Genau, und auch wirklich in den Grundzügen. Also das fand ich auch wirklich gut. Hervorragend fand ich noch diesen kurzen Moment der Selbsterkenntnis. Außerdem, wenn man wirklich einen solch üblen Mist geschrieben hat, das kommt vor, als Autor von Rea M. es begann ohne Warnung, darf ich das sagen, hören Sie das dann nicht lieber von einem Freund, solange Sie die Gesamtauflage auf ein halbes Dutzend Außerdem, wenn man wirklich einen solchen üblen Mist geschrieben hat, das kommt vor, als Autor von Rea M. es begann ohne Warnung, darf ich das sagen, hören Sie das dann nicht lieber von einem Freund, solange die Gesamtauflage ein halbes Dutzend Fotokopien nicht übersteigt? Und das fand ich auch ganz gut, dass er wenigstens so ehrlich ist, erstens zu wissen, dass er auch Scheiße fabriziert und zweitens eben, ja, dass man dann vielleicht auch doch lieber die
das Gefahrenpotenzial ein bisschen minimiert. Ja. Was ich noch bemerkenswert finde, ist, dass er so sehr betont, dass er sich keinen Plan macht, wo ein Buch enden soll oder dass er vorher, es gibt ja Schriftstellerinnen, die sich ganze Pläne an die Wand heften, die also wirklich genau vorher genaue Vorstellungen haben von der Konstruktion eines Buches, von der Struktur, von ja, welche Figuren übernehmen sozusagen welche Bereiche im Buch oder sind Hauptfiguren, Nebenfiguren. Ja gut, das weiß er vielleicht zu Anfang auch, aber er lässt sich total treiben und er betont es auch ganz, ganz stark, dass das Buch aus sich selbst heraus wächst. Aber ich glaube, das ist ganz unterschiedlich bei Schriftstellern. Also ich fand das spannend, wie er das für sich beschreibt, aber das würde ich auf gar keinen Fall so als gegeben übernehmen. Aber toll, aber es hat mir sehr gefallen, wie er sich damit auch auseinandersetzt. Und, ja. Ich finde auch sowieso, dass er auch vieles immer wieder entzaubert, wenn er zum Beispiel auch schreibt, dass man vielleicht über das schreibt, was man kennt, oder dass das ja immer wieder besonders angehenden Autorinnen angeraten wird. Und er sagt, ja, ich habe eben mehrere Anliegen, die für mich ganz tiefgreifend sind. Und da geht es dann zum Beispiel darum, die Technologie und ihre fürchterlichen Konsequenzen. Und das ist für ihn eine Pandora-Kiste. Also wenn die erstmal geöffnet ist, wo ist dann das Ende? Und das erleben wir ja ständig laufend. Also das ist ja etwas, was uns ganz stark umgibt. Oder er ist gläubig und deswegen ist für ihn auch die Frage wichtig, warum lässt Gott denn so viel schlimme Dinge zu, wenn es ihn denn gibt? Also diese Frage ist ja für gläubige Menschen, denke ich, auch immer wieder eine wichtige Frage. Mhm. Oder zum Beispiel die Anziehungskraft von Gewalt, die sie auch auf eigentlich im Grunde gutmütige Menschen manchmal ausüben kann. Also das ist schon, fand ich auch anregend. Also wenn jemand schreiben möchte, dass er vielleicht dann sich mal darüber Gedanken macht, was sind denn meine Themen, was beschäftigt mich denn eigentlich schon bisher im Leben, und das muss man ja nicht so 1:1 verpacken. Okay, also ich habe bisher als Köchin gearbeitet und deswegen spielen alle meine Bücher dann in dem Umfeld oder so, sondern was bedeutet das denn eigentlich letztendlich, oder welche anderen Themen beschäftigen mich denn noch und wie kann man das dann noch verpacken? Wobei er ja auch sagt, dass er oft dann erst im Nachhinein, wenn er eine Geschichte geschrieben hat, dann bestimmte Themen wiedergefunden hat, die ihm wichtig waren. Ne? Das ist ihm selbst zum Teil gar nicht so bewusst. Aber wie gesagt, ich denke, damit gehen Schriftstellerinnen unterschiedlich um. Genau, aber er sagt ja hier auch explizit, nicht jedes Buch muss mit Symbolik, Ironie oder musikalischer Sprache gespickt sein. Nicht ohne Grund nennt man es Prosa. Aber alle Bücher, wenigstens die, die sich zu lesen lohnen, haben meiner Ansicht nach irgendein Leitthema. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das, eben, was bei ihm diese Themen sind. Technologie, Gewalt, warum lässt Gott schlimme Dinge zu? Diese Sachen, genau. Ja. Dann würde ich an dieser Stelle ganz kurz nochmal in die Symbolik einschwenken. Denn dazu hat er auch eine starke Meinung. Symbolik muss nicht unbedingt kompliziert und erbarmungslos hochgestochen sein. Sie muss auch nicht bewusst geknüpft werden wie ein kunstvoller Orientteppich, auf dem die Möbel der Handlung stehen. Wenn Sie meine Ansicht teilen, dass die Geschichte ein schon existierendes Gebilde ist, ein Fossil im Boden, dann muss auch die Symbolik schon vorher existieren, oder? Dann stellt sie nur einen weiteren oder mehrere Knochen Ihres neuen Fundstückes dar. Das heißt, wenn sie vorhanden ist. Und wenn nicht, was dann? Dann bleibt ihnen immer noch die Geschichte als solche, nicht wahr? Und das finde ich ganz gut, weil ich achte ja sehr auf Symbolik. Und das merke ich bei King, glaube ich, wirklich sehr. Wenn er mit Absicht symbolisch schreiben möchte, dann wird's fürchterlich. Wenn ihm das aus Versehen passiert, dann wird's großartig. Ja, das hatten wir ja auch schon öfter. Gut, dann bin ich eigentlich für mich mit dem Schreibenteil durch. Habt ihr noch Ergänzungen?
Ich habe nichts mehr. Nein. Renata, hast du noch irgendeine Ergänzung? Nee, also eigentlich für mich auch soweit gut. Mhm. Okay, gut. Ganz kurz noch als allerletztes, das fand ich ganz witzig. Das Wichtigste, was Sie sich über Vorgeschichte merken sollten, ist A, jeder hat eine Vergangenheit und B, sie ist größtenteils uninteressant. denn das finde ich eigentlich auch bei King ganz amüsant und ganz schön, dass wir meistens eben die Figuren in irgendeinem Stand kennenlernen und ja über die Vorgeschichte nur dann erfahren, wenn es nötig ist. Das schätze ich an King sehr. Da gibt es einige Autoren, die machen das sehr viel gruseliger. Bevor wir jetzt darüber reden, wie wir dieses Buch bewerten, sagt King noch einen ganz hübschen Satz dazu, wie er selber das Schreiben dieses Buches bewertet hat. Das fand ich ganz lustig. Romane zu schreiben macht mir eigentlich genauso viel Spaß wie immer. Aber jedes Wort des Sachbuches war eine Art Folter für mich. War es denn für euch auch eine Folter zu lesen? Und ich würde sagen, Flo, gib du uns doch mal deine Bewertung. Puh. Also ich mochte den autobiografischen Teil sehr. Und auch den Schreibteil mochte ich, wenn er mir auch diesmal wohl nicht so viel gegeben hat. Und tatsächlich, auch wenn es ein Sachbuch ist, mit diesem Ende, in dem er dann über seinen Unfall schreibt, es hat tatsächlich einen gewissen Spannungsbogen. Und das fand ich interessant. Das hat mir Spaß gemacht. Also ich würde sagen, das Buch, ja, man kann es nicht so bewerten wie Romane, aber wenn wir es jetzt so machen, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich gebe 15 Punkte. Mhm. Ich würde mich da knapp hinter dir anschließen. Ich würde 14 Punkte geben, weil ich sagen muss, das war eben ein sehr unprätentiöser Ansatz an diese ganze wir bringen Leuten Schreiben bei Geschichte, weil es eben doch recht oberflächlich war. Aber ich finde es schön, mal einen Überblick über seine Arbeitsweise zu kriegen und vor allem auch eben über die Biografie, weil ich glaube, dass da eben wirklich sehr viel von ihm selbst in seinen Büchern steckt. Und von daher war das ein angemessenes Buch. Es war nicht zu lang, ausnahmsweise mal. Und ich habe da tatsächlich Spaß dran gehabt. Hanna. Als Sachbuch würde ich dem Buch eine 17 geben. Als King-Buch eine 15. Hm. Ja. Okay. Renata, wie würdest du es bewerten? Wie war nochmal die Skala? Von 0 bis 19 und 0 ist das schlechteste, 19 das Beste. Ja, dann würde ich auch das so mit 16 bewerten vielleicht. Mhm, okay. Und Jonas, wie ist dein letztes Wort? Also ich gebe auch 16 Punkte. Und zwar, ich mag Hintergrundwissen. Und davon gibt dieses Buch hier sehr viel. Zum einen zu seinem Leben, als auch zu seiner Schreibweise. Und das hat mir sehr gefallen. Das macht Spaß. Okay. Dann, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt, ich gucke in die Runde. Naja, wir hätten noch Verwertung. Ach, ernsthaft? Naja, es gibt ein Hörbuch, das von King selbst gelesen ist. Und im Deutschen gibt es zwar kein Hörbuch, es ist aber für Sehbehinderte als Daisy-Hörbuchfassung erschienen. Okay. Wie man daran kommt, weiß ich jetzt nicht, aber ja. Ja, aber die Menschen, die es betrifft, werden das wahrscheinlich wissen. Genau. Okay. Hm? Über den Unfall werden wir in Zukunft wahrscheinlich noch öfter reden müssen, denn der taucht natürlich in vielen seiner Werken jetzt auf. Aber da möchte ich nochmal etwas erwähnen, das wieder mit unserer 19 zu tun hat. Denn das ist auch ein Grund, warum er wahrscheinlich auch retroaktiv diese Zahlen 19 und 99 dann im Dunklen Turm verstärkt untergebracht hat. Der Unfall war am 19. Juni 1999. Mhm. Und das hat ihn doch sehr geprägt. Das wird man in den nächsten Geschichten auch sehr merken. Genau. Aber ich denke, diese ganze Sache nach dem Unfall, das wird uns wirklich in den zeitlichen Einordnungen noch viel beschäftigen und wahrscheinlich auch in der Besprechung der Bücher. Genau. Weil ich glaube, man merkt das. Man merkt, dass da ein Bruch im Leben war. Ja. Sehe ich genauso. Gut, dann würde ich kurz in die Hausmeisterei einbiegen. Wir hatten für diese Folge hier keinen Livestream, aber bei mehreren Folgen könnt ihr, wenn ihr möchtet, live dabei sein, indem ihr uns auf Twitch zuguckt.
Es gibt außerdem einen YouTube-Kanal, wo wir unseren Krempel veröffentlichen und selbstverständlich natürlich wie gehabt die normalen Feeds. Da findet ihr dann auch eben die Beschreibungen mit zum Beispiel den Verknüpfungen zu den Büchern, die genannt sind, mit den Links von den Menschen, die bei uns zu Gast sind, all diese Dinge. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr euch also da gerne austoben. Ihr könnt uns auch gerne kontaktieren, mehrheitlich über Twitter oder per E-Mail. Auf Twitter ist allerdings die Wahrscheinlichkeit, dass wir direkt reagieren, wesentlich höher. Wir haben eine Leseliste, denn wir senden ja immer mit Gästen. Und wenn ihr da in irgendeiner Form mitmachen wollt, könnt ihr das gern tun. Ihr müsstet uns einfach sagen, welches Buch ihr gerne besprechen wollt. Ihr seht auf der Liste, welche Bücher durchgestrichen sind. Das sind dann die Bücher, wo wir schon gesendet haben meistens oder wo schon ein Gast vorhanden ist. Wenn da aber schon ein Gast vorhanden ist, braucht euch das nicht abhalten. Wir können auch mit mehreren Leuten senden. Das habt ihr ja jetzt gemerkt, das klappt ganz gut. Und ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur irgendwie ein Mikrofon oder ein Headset oder sowas. Und am besten Teamspeak, denn darüber nehmen wir auf. Wenn ihr Angst habt, in Mikrofone zu sprechen, kann ich euch auch nur mit King beruhigen. Die Angst ist immer am größten, bevor man anfängt. Danach kann es nur besser werden. Und wenn ihr die Bücher braucht, sagt einfach Bescheid. Wir würden uns dann darum kümmern, dass ihr mit dem Quellenmaterial versorgt seid. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich bedanke mich ganz sehr bei der Renate, dass du dabei warst. Ja, für mich war es auch, aber hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich außerdem bei der Hanna, dass sie dabei war. Es war sehr schön. Ja, danke, dass ihr uns eingeladen habt. Es war wieder ein Fest. Sehr gerne. Und selbstverständlich bedanke ich mich auch beim wundervollen Jonas. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Ja, immer wieder gerne. Und beim großartigen Flo, es war mir wie immer eine Ehre. Es war wieder sehr schön, Dela. Und ich bedanke mich bei euch, liebe Hörer und Hörerinnenschaft. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Flo, was ist die nächste Folge? Das nächste Mal, oh, da freue ich mich nicht so drauf, ist Duddits an der Reihe. Dreamcatcher. Ja, es ist übrigens unsere 75. reguläre Folge. Also ein kleines Jubiläum. Alles klar. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und man hört sich. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.